So, ihr Lieben, einen wunderschönen guten Morgen. Ich dachte, ich wäre jetzt hier wirklich alleine. Ich sehe aber gerade, wir sind wirklich zu acht. Das freut mich ja sehr. Eigentlich wollte ich gerade auf YouTube live gehen. Ich habe das aber vergessen umzustellen. Das macht aber gar nichts. Wir bleiben jetzt einfach hier auf Twitch und ziehen die ganze Nummer einfach jetzt hier weiterhin durch. Denn ich habe eben gerade gemerkt, ey, du hast eigentlich für heute all deine Aufgaben fertig gemacht. Ich habe mein Video fertig geschnitten. Ich habe Papierkram da hinten erledigt. Das könnt ihr jetzt nicht sehen, weil der Bildschirm davor ist. Es gibt einfach nichts mehr heute, was ich noch großartig zu tun hätte. Sogar die Küche habe ich komplett aufgeräumt. Deswegen habe ich mir gedacht, komm, streamst du einfach mal eine Runde. Und zwar habe ich irgendwie Bock bekommen, mal wieder die PS5 anzuschmeißen, weil ich die so selten benutze, was eigentlich schon traurig ist für den Preis. Und ich dachte mir, wir zocken mal eine Runde. Jurassic World Evolution 2. Morgen nah aus dem Bett gefallen. Na, du wirst lachen, ey. Ich bin schon seit 4 Uhr heute Morgen wach. Ich stehe seit neuestem immer um 4 Uhr morgens auf. Also ich bin schon ein bisschen länger am Start. Das liegt aber einfach daran, dass meine Freundin halt um 6 Uhr anfangen muss zu arbeiten. Und deswegen muss sie halt auch um 4 Uhr aufstehen. Und dann stehe ich eben einfach gerade mit auf. Gehe dann eben meistens mit dem Hund erstmal raus, mache dann die ein oder andere YouTube-Sache. Und dann eben noch, wie gesagt, hinten auch so Papierkram und so ein Zeug. Was halt sau schlimm ist, ey. Das ist total lästig. Also, ja, gut. Gerade mit dem Gewerbe halt ist das echt anstrengend. Mit dem ganzen Kram, was man da alles ausfüllen muss. Und Steuererklärung jetzt nicht mal mehr. Dafür gibt's ja Leute, die das wirklich auch beruflich machen. Steuererklärer, genau. Und aber ansonsten alles, wenn es dann darum geht, hier, du kannst ja auch Sachen abschreiben, dann musst du einfach erstmal alles zusammensammeln, was du irgendwie abschreiben kannst oder könntest möglicherweise. Aber du kannst auch nur Sachen abschreiben, die du nachweislich für dein Gewerbe benutzt. Wie soll ich nachweislich das Handy zum Beispiel, wie soll ich denn das nachweisen? Also, ja. Ist auf jeden Fall sehr viel Papierkram und Eingetippe und unnötig komplizierte Sachen. Mit ein bisschen Glück bekomme ich aber am Ende des Jahres da ein bisschen was zurück. Vom lieben Finanzamt, die übrigens sehr schnell dabei sind, dir eine Mahnung zu schicken. Wenn du vergisst, deine Steuererklärung zu machen, wenn du aber Geld von denen bekommst, dann kann das schon mal ein bisschen länger dauern. Finde ich auch ziemlich lustig. Na gut, wir switchen gleich rüber in die Gaming-Maske. Ich muss ganz kurz schauen, das Spiel müsste noch installiert sein. Ja, das wäre jetzt saublöd gewesen. Wir switchen gleich rüber zu Jurassic World Evolution 2 und zwar machen wir hier die Chaos-Theorie-Kampagne erstmal weiter. Die haben wir angefangen gehabt, mal vor ein paar Monaten, glaube ich, und noch nicht beendet. Und die war aber gar nicht so schlecht. Zumindest, was heißt nicht so schlecht? Ich habe mich da halt nicht so dumm angestellt. So, ich muss mal kurz hier das Stromkabel reinstecken. Nicht erschrecken, wenn gleich irgendwas schwarz wird hier. Einfach nichts passiert, auch gut. Okay, dann könnt ihr so lange mal hier das schöne Intro von Jurassic World Evolution begutachten. So lange werde ich mal unter den Tisch drunter krabbeln und werde gerade mal das Stromkabel reinstecken. Bin sofort wieder da. So, fangen wir einfach mal ganz gediegen an in den Morgen. Aber stimmt, wir haben jetzt ja erst 10 haben wir jetzt genau. Okay, 10. Als ich eben gerade auf die Idee gekommen bin zu streamen, habe ich ganz kurz gedacht, gut, wir müssen ja auch schon locker 13 Uhr haben. Dann habe ich dann gemerkt, nee, wir haben noch 9.30 Uhr oder sowas gehabt. Das ist halt so ein Ding, wenn du echt so früh aufstehst, ne, um 4 Uhr, dann hast du halt so ein ganz anderes Zeitgefühl auch. Das ist wie gestern Abend. Ich gehe logischerweise deswegen auch früher ins Bett, ne, muss ja irgendwie ausgeglichen werden. Und da wurde ich dann gestern Abend noch von einem Kollegen angerufen und dachte mir, was will der denn um die Uhrzeit? Ach, wir haben ja erst 9. Das ist halt noch ein bisschen... Ah, egal, kommt mal auf jeden Fall auch rein. Und ich habe ja, also theoretisch müsste ich ja auch nicht unbedingt mit aufstehen. Ich könnte ja einfach noch liegen bleiben und ein bisschen weiter schlafen, aber ich mag es irgendwie so früh wach zu sein. Oh nee, um 4 Uhr schlafe ich. Was schlafe ich? Lieber Buch, wenn ich mal um die Zeit wach werde. Ich bin schon immer sehr gern früh aufgestanden. Ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Ich meine aus der Abi-Zeit... Weil ich habe mir irgendwann auch diesen Tick angewöhnt gehabt, der hat funktioniert. Ist jetzt kein Ding, wo man sagen sollte, das müssen wir auf jeden Fall nachmachen. Dass ich aber einfach für bestimmte Klausuren nicht mehr am Tag gelernt habe, sondern erst morgens vor der Klausur. Das heißt, ich habe einen Kollegen gehabt, der kam dann wirklich um 3 Uhr morgens bei mir vorbei. Dann haben wir von 3 Uhr morgens bis um 6 Uhr irgendwas haben wir dann durchgelernt. Und danach sind wir eben in die Schule gefahren. Das war... Es hat oft funktioniert, nicht immer.
So, also, Kampagne war es nicht, es war die Chaos-Theorie gewesen, genau. Kampagne 37%, die haben wir aber schon mal durchgezockt, aber ich glaube, das war auf dem PC gewesen damals. Ist es auch wurscht, wir machen die Chaos-Theorie weiter. Und wir haben noch, oh, wir haben schon 84% vom ersten fertig. Ist ja noch gar nichts passiert. Okay. Dann haben wir noch Jurassic Park San Diego. Da habe ich Bock drauf. Da habe ich extrem Bock drauf. Jurassic Park 3 ist bei mir eh gerade so ein kleines Fokusthema. Dann noch eben Jurassic World. Ich weiß gar nicht, was die Punkte da hinten bedeuten sollten. Seht ihr die Punkte da oben? Über dem Namen? Ist das der Schwierigkeitsgrad? Wenn ja, habe ich doch keinen Bock mehr auf San Diego. Okay, wir machen einfach mal weiter. Ich muss meine Kopfhörer ganz kurz holen. Jurassic World Evolution 2 habe... Was? Boah, ist das laut. Habe ich such lange nicht mehr gespielt, weil irgendwie langweilig geworden ist. Ja, wenn du das zu oft zockst, glaube ich dir das. Wenn du das Ganze zu oft zockst, dann wird es irgendwann zu eintönig. So, dann wirst du wahrscheinlich aber auch schon alle Kampagnen durchgezockt haben. Ich glaube, mal um die Uhrzeit kann man den Chat hier auch einfach mal gepflegt ausblenden, großteils. Ich glaube, da wird heute nicht allzu viel passieren. Okay. So habt ihr auch mehr Bild für euch. Ist auch was Schönes. Jurassic Park 1, wir machen mal weiter. Bestehende automatische Spielstände. Moment. Da habe ich ja schon einen gehabt. War ja gerade fast fatal gewesen. Spielladen, Chaos-Theorie. So, eins haben wir gespeichert um 19.51 Uhr und eins um 20.10 Uhr. Wir gehen mal hier um 20.10 Uhr rein. Ich erinnere mich zumindest nicht dran, dass ich da irgendwie einen großen Fehler gemacht hätte. Weshalb ich hier, ich beginne da rein. Ich schwätze schon wieder so viel. Okay, hier haben wir irgendwelche Probleme. Ah! Okay, kann es sein, dass wir aufgehört hatten, kurz nachdem irgendwie so ein Hurricane hier lang gescheuert ist? Ja, wir sollten die mal ganz kurz aufmachen hier. Oder schließen, in dem Fall. Generiere 400.000 Dollar. Da fehlt aber noch einiges, ne? So, ich gehe erstmal ganz kurz zu den Forschungen. Was haben wir denn da oben mit den 4? Was hat denn das 4 da oben zu bedeuten? Ach so. Ah, alle Schutzräume schließen. Sorry. Ja. Da habe ich eine 5. Was ist denn das jetzt? Jetzt haben wir es, okay. Gut. Dann gehen wir gerade mal bei den Forschungen drüben rein. Okay, die Parkbewertung ist auf jeden Fall nicht hoch genug. So, was haben wir denn jetzt hier gerade generiert? Ein Velociraptor, den nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Zweimal Velociraptor. Dann würde ich sagen, machen wir das einmal so und einmal so. Okay, er ist verärgert, das kann ich auch nachvollziehen. Der hat nämlich keinen Urlaub bekommen. Jetzt brauchen wir maximal 3. Da können wir auch einfach ihn hier nehmen, ne? Ja. So. Lasst mich gerade nochmal ganz kurz zu den Mitarbeitern gehen, zu den Wissenschaftlern gehen. Und die hier mal in den Urlaub schicken. So. Okay. Eine kleine Parkübersicht nochmal. Hier, wo beginnt denn alles? Da beginnt alles. Genau. Hier kommen wir dann in den Park rein. Und jetzt haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5. Aber auch keinen wirklichen Platz mehr, ne? Höchstens hier hinten noch und hier könnte ich noch was hinbauen.
Das war, glaube ich, auch der Plan letztes Mal noch gewesen. Dass wir das hier hinten noch ein bisschen erweitern könnten. Ich mach das mal nicht bündig an die anderen Gehege. Ja, egal, okay. Drum hole ich gleich. Weil ich glaube, dass wir hier noch einen Weg durchbekommen könnten. Mit ein bisschen Glück. So. Grüß dich, Asap393. Guten Morgen zurück. Ich hoffe, du bist fit. Und bist mit Kaffee gestartet. Ich habe heute auch schon meinen dritten Kaffee getrunken. Und trinke jetzt hier mal meine letzte verbleibende Dose von diesem Gönnergy. Ich habe mir das auch mal geholt, weil ich es mal ausprobieren wollte. Ich finde es nicht schlecht. Es ist aber generell, Energy Drinks sind mir einfach zu süß. Ich bin da voll der Kaffeemensch. Ist mir einfach zu bappisch, das Zeug. Kaffee ist am Start. Sehr gut, sehr gut. Hey, bei Kaffee geht einfach gar nichts. Ich habe früher sau gern Energy Drinks getrunken. Aber inzwischen merke ich immer wieder, dass ich da irgendwie nicht mehr so den Geschmack dafür habe. Okay, bauen wir immer noch ganz kurz einen Strom hin. Kleines Stromkraftwerk, Notfallgenerator. Mhm. Ich hoffe halt nur, dass das mir nicht in meinem Weg dann steht, das Teil. Obwohl, das wäre hier wahrscheinlich sogar noch schlauer, ne? Weil da ist es dann eher mittig. Das kriege ich schon irgendwie hin. Das, ja gut, das machen wir einfach so. Dann kommt das Ding nämlich hier rein und dann müsste dann der Weg theoretisch noch hier außenrum passen. Nach meiner Schätzung. Ich werde es gleich rausfinden. Oh. Saurierkampf am Morgen. Wie kann ich denn die Statistiken aus... Ah. Das war's schon. Okay. Ich glaube, mein Bild ist wieder ein bisschen unpraktisch, weil ich jetzt erneut mitten in der Karte stecke. Ich muss das gerade mal kurz ein bisschen ändern. Ich meine, mich erinnern zu können, dass es bei dem Spiel hier generell sowieso ein bisschen schwieriger gewesen ist. Mit dem Kamera positionieren. Wollte dir sagen, da ich dich seit knapp 2 Jahren verfolge, deine Videos sehr mag und mich auf deinen Content freue, weiter so. Vielen, vielen Dank. Seit 2 Jahren. Mache ich das Ganze echt schon 2 Jahre? Weiß gar nicht mehr, wann ich angefangen habe. Doch, seit Godzilla vs. Kong, glaube ich, habe ich so wirklich angefangen. Mit YouTube. Der Trailer kam raus 2021, oder? Ich weiß es nicht mehr. Ich kann es dir nicht mehr sagen. Jetzt habe ich gerade die Orientierung verloren. Wo ist denn das neue Gehege? Da. Nee. Da. Genau. So. Jetzt nähern wir uns gerade schon den 400.000, aber ich muss trotz allem nur mal ein bisschen Geld ausgeben für den Weg, weil ich jetzt wissen will, ob das so funktionieren würde. Wenn der Weg nämlich dann hier lang führt, machen wir den mal hier ein bisschen gebogen. Dann müssen wir gleich dran arbeiten. Mhm. Funktioniert doch relativ gut. Ja, okay. Das klappt doch alles schon mal sehr gut. Dann habe ich nämlich hier drüben noch ein bisschen Platz für noch einen Dinosaurier. Und dann klappt das doch alles. Ich erinnere mich jetzt gar nicht mehr dran, wie wir das hier gemacht haben. Ob wir hier eine Brutstation separat aufgebaut haben oder ob wir tatsächlich die Brutstation in die Gehege reingebaut haben.
Nee, wir hatten nur eine Brutstation, genau. Und du kannst die natürlich. Ah, okay. Du kannst die Saurier aber auf jeden Fall direkt von da ins Gehege bringen. Dilophosaurus Velociraptor, was haben wir denn noch nicht davon? Wir haben Compsognathus, wir haben den Triceratops, Parasaurolophus, Velociraptor, Dilophosaurus. Ich habe alle schon im Park, glaube ich. Dann müsste ich mal in die Forschungsstation reingehen und mal schauen, ob wir hier neue Saurier erforschen können. Da ist doch irgendwas. Compsognathus haben wir halt auch schon. Was gibt's denn hier drüben? Pflanzenfresser. Was ist denn das nochmal für eine? Pachyrhinosaurus. Hört sich irgendwie an nach irgendeinem Dreihorn. Triceratops haben wir schon. Okay. Ja. Oder haben wir den auch schon? Ich weiß es gerade nicht. Ich werde auf jeden Fall mal hier eine reinsetzen. Okay, können wir das auch parallel dazu machen? Ah, das geht auch. Nee, es geht nicht. Okay, dann wird das auf jeden Fall nochmal ein Fleischfressergehege werden hier hinten. Aber ich will nur mal ganz kurz nachschauen, ob wir den nicht doch schon haben. Nee. Proceratosaurus, wir haben ja nur die paar bis jetzt, da fehlen ja noch einige. Brachiosaurus, T-Rex. Okay, dann kann man die auf jeden Fall mit gutem Gewissen schon mal suchen. Nee, nicht hier, sondern hier. Aber auch schade, dass man nicht parallel noch eine zweite Grube aufmachen kann. Dann ist das eben so. Dann können wir aber schon mal gucken, ob wir hier noch genug Platz haben. Das ist halt wirklich doof gebaut, ne? Da habe ich jetzt echt... Ja gut, das war halt hier, wegen dieser Ranger-Tour, aber auch dadurch. Warum haben die so ein Riesengehege eigentlich? Ranger Team 2 kann die Route nicht finden. Wohin wollen die denn? Muss ich gleich mal kurz nachschauen. So, dann wird der erstmal entwickelt. Nochmal entwickelt. Nochmal entwickelt. Das kann man verkaufen, das kann man verkaufen und das kann man verkaufen. Gut. Ne, der hat auch nur 3. Okay. Oh oh. Nein, das war der falsche Knopf. Wir brauchen das hier. Einmal ein Ranger-Team. Aufgabe hinzufügen. Bitte das hier. Nur mal ganz kurz anhalten. Das hier war das Einfangteam. Kann man jetzt nämlich hier nicht leisten, dass die irgendwelche Parkbesucher umbringen. Oh, da sind halt ganz viele. Also wenn die jetzt hier hinkommen, uiuiui. Wir haben noch ein bisschen Platz. Okay, auf geht's. Ich will mir das immer mal reinziehen.
Oh, er ist auf dem direkten Weg. Oh ja. Ich bin jetzt bei 225.000 von 400.000. Wenn er jetzt einen angreift. Okay, den haben wir. Jetzt bitte noch ihn hier. Und zwar schnell. Bitte sehr. Ja, geht auch. Okay, Dankeschön. Hui. So, aus welchem Gehege sind die jetzt raus? Aus dem da. Bestätige Anfrage zur Produktabholung. Da rein und das hier da rein. Produkt muss eingesammelt werden. Und da müssen wir auch dann gleich mal gucken, wo ist der denn überhaupt? Ja. Warum die jetzt den Zaun angegriffen haben. Das hat meistens irgendwas damit zu tun, dass die irgendwie unzufrieden sind mit irgendwas. Moment, warum macht er das nicht? Doch, er macht das ja, okay. Transport im Gange. Das war nun mal relativ knapp jetzt gewesen. Hier haben wir ein bisschen Strommangel, den müssen wir auch noch mal kurz auffüllen. Und dann schaue ich gleich mal, wie wir das am besten machen. Ja, machen wir vollkommen. Dass wir jetzt auf die 400.000 gleich kommen. So. Produkt wurde transportiert. Ich sollte sehr wahrscheinlich mal gucken, dass ich mehr von diesen Buden hier für die Gäste irgendwo hin platziere. Hier haben wir auf jeden Fall alles grün, aber die Leute waren ja auch noch nicht hier hinten. Was eigentlich gut ist, da hier hinten halt die Dinosaurier eben gerade ausgebrochen sind. Aber wenn ich das hier nochmal ein bisschen erweitere, kann ich dann dafür auch mehr Geld nehmen. Ihr wisst schon, wegen den Produkten. Ich muss mir, glaube ich, immer wieder Jurassic World 1 angucken. Irgendwie habe ich nach dem ganzen Godzilla überthematisieren, habe ich gerade echt auch Bock, wieder ein bisschen mehr Jurassic-Content zu machen. Das ist auch blöd. Das haben sie bei Operation Genesis wesentlich besser gemacht. In Operation Genesis konntest du einfach hier drüber Wege bauen. Und dann war eben einfach wie so eine Brücke quasi, die hier drüber geführt hat. Aus Sand oder aus so einem Kram. Aber das war schon geil gewesen. Dass es hier nicht geht, ist ein bisschen schade. Nee. Ich muss dahin. So. Ja, verbinden das Ganze, würde ich mal sagen, mit dem da oben. Das Ranger-Team kann keine Route finden. Aber ich weiß auch nicht, wo der hin will. Da habe ich doch irgendwo wahrscheinlich vergessen, ein Tor einzubauen. Hier höchstens, aber da kann er ja nicht rein wollen. Hier ist auf jeden Fall ein Tor hin, da ist auch ein Tor drin. Das Tor ist da oben auch drin, hier ist auch ein Tor drin, da ist auch ein Tor drin. Hier ist ein Tor. Oder kommt der nicht hier hinten durch, weil... Warum ist der aber? Ich will das gerade mal ausprobieren. Ja, obwohl, wenn ich da Wege lang gebaut habe, dann müsste man auch da lang fahren können, logischerweise.
Ja, doch. Kommst du auf jeden Fall durch. Dann verstehe ich es nicht so ganz. Okay. Gehen wir mal ein paar Besucher nach hier hinten. Wir nehmen eine Attraktion wie... Das ist immer ganz cool hier, das Teil. Und setzen das mal da rein, wenn es passen würde. Halt jetzt wieder zu eng wegen dem Weg, ne? Würde das aber passen, wenn man den Weg hier erstmal wegmacht und dann quasi weiter hinten dran setzt. Und zwar ungefähr so, ne, andersrum so. Ah, Moment, da. Ah, zack. So. Das hat schon mal funktioniert. Dann würde ich hier einfach nochmal so ein Einkaufsding hinbauen. Die große Einrichtung. Das wird ein bisschen schwer hier hinten, glaube ich. Ah, komm. Okay, wenn ich hier das Wasser erstmal weggemacht habe, dann möglicherweise. Ich muss einfach jetzt auf Kosten der Schönheit des Parkes, muss ich hier ganz kurz Änderungen vornehmen. Das ist eben so. Kommen wir jetzt nicht drum rum. Und zwar so. Denn jetzt habe ich hier auf jeden Fall genug Platz, um da noch ein bisschen was hinzubauen. Okay. Toilette, ja, gleich. Komm, machen wir erstmal hier. Unsere Einkaufspassage hin. Kommt am besten mal ganz hier in die Ecke. So. Dann direkt daneben noch eine Toilette. So. Und, was haben wir noch? Ein Schutzraum? Nee, doch, komm. Obwohl, das zieht, glaube ich, keine Besucher an. Das machen wir einfach hier dran und der kommt dann einfach direkt gerade auf den anderen Weg drauf. Ach. Ich hätte auf jeden Fall drauf aufpassen müssen, dass ich bei der nächsten Kampagne den Park ein bisschen cleverer bauen. Ich habe halt hier, habe ich gerade erst die Funktion entdeckt, dass man auch wirklich Gehege rund bauen kann. Das ist halt so blöd gewesen, die wirklich rund zu machen. Ach, herrlich. Okay. Was haben wir eigentlich für... Ah, die Preise kann man hier auch nicht ändern, ne? Das ging nämlich zum Beispiel auch bei Operation Genesis. Da konnte man die Preise anpassen. Vom Park. Ach so, ich bin so bescheuert. Ein Kostenupgrade können wir machen. Eben gerade erst gelesen. Ich war ja noch überhaupt nicht hier drin. Die Infrastruktur wahrscheinlich, ne? Nee, das war's nicht. Was haben wir denn hier oben noch? Fleischfresserknoten. Attraktionen nochmal. Nee, das lassen wir da mal dran. Und nehmen, da haben wir glaube ich keinen, der jetzt so hoch ist, ne? Nehmen wir auf jeden Fall mal sie. Ja. Auf geht's.
Auf geht's, okay. Die Forschung ist im vollen Gange. Ich schau gerade mal, ob das Bild nicht zu dunkel ist bei euch. Müsste aber eigentlich einigermaßen passen. Zumindest das Bild vom Spiel selber. So, was ist euer Problem hier? Einsam. Und der Komfort stimmt angeblich nicht. Aber einsam kann ja schon mal nicht sein. Ihr seid ja sau viele hier drin. Statistiken anzeigen. Okay, euch geht's wieder gut. Sehr schön. Das Gehege ist einfach zu groß für die Kompis, glaube ich. Die schon wieder. Bei den beiden muss ich mal schauen, was die für Probleme haben. Der Komfort passt bei denen gar nicht. Wann habe ich die denn reingesetzt gehabt? Da muss ich ja komplett verrafft haben. Die beiden mal abzuscannen hier. Na, nicht der. Der schläft. Grüezi. Grüezi zurück, Ninni PNG. Schön, dass du am Start bist. Und guten Morgen für die meisten, glaube ich, noch, ne? Oh, vielen, vielen Dank für das Prime Gaming Abo. Sileox oder Sileox, wie man es ausspricht. Dir auf jeden Fall vielen, vielen Dank. So, jetzt rennt der auch noch raus. Sehr geil. Schön. Also bei denen habe ich auf jeden Fall irgendwas verschissen eben. Ich glaube nämlich, dass wir im letzten Stream wirklich aufgehört haben zu spielen, als wir gerade die Saurier in das Gehege reingesetzt hatten. Nein, noch nicht. Ey, eins nach dem anderen. Und ich bin noch gar nicht dazu gekommen, denen ihren Komfort wirklich auszuspähen. Ach, die Dinger müssen auch von denen hier aufgefüllt werden, ne? Nicht von denen, sondern von denen hier. Aufgabenplätze sind von ihm schon voll, okay. Oh, ich darf jetzt hier nicht in so eine... Aha, das hier ist das Ding. Hier kommt keiner rein. Aha. Das Ding doch aber eben gerade erst dahin gebaut. Wie kann das denn schon leer sein? Nicht mit dem Fahrzeug zu erreichen, aber sowas von. Aber hallo. Das Ding hier ist das Problem. Das Ranger Team 2 kann das nicht erreichen. Ja, ja, aber ich weiß nicht wieso. Bin doch eben sogar manuell selber hingefahren. Lasst uns erstmal ganz kurz noch die hier, das hier klären. Einmal das. Ja. Nehmen wir das. Unterwegs, um Produkt einzusammeln. Anfrage zur Produktabnahme. Okay, die Fahrzeuge hier sind manchmal echt ein bisschen... Also die KI ist hier ein bisschen anders in dem Spiel.
Okay, und dann schauen wir jetzt mal, was jetzt hier wirklich das Problem ist bei dem. Weil die Fahrzeuge, die können hier langfahren. Du kannst... Ich mach's einfach jetzt selber. Komm, was soll's. Was ist da? Transportiere Produkt. Oh, okay, der ist ganz da hinten. Fährt er aber jetzt schon dahin? Produkt zugestellt. Zustellung wurde ab. Wenn nicht, kommt das einfach erstmal kurz weg. Da ist eh noch kein Saurier drin. Das ist ja eh noch komplett leer. Gut. Dann gehen wir gleich nochmal in die Forschung rein. Die Sturmabwehr brauchen wir noch anscheinend. Was ja auch sinnvoll ist, ne, im Endeffekt. Ne, die war woanders. Wo war nochmal die Sturmabwehr? Ja, die müsste hier mit dabei gewesen sein. Ja. Haben wir sie doch. Sturmabwehr-Upgrade. Nehmen wir einmal sie mit und einmal... Dann müssen wir wieder drei Leute mitnehmen. Nehmen wir die drei. Dann erforscht ihr mal schön, ihr Lieben. So, und die Forschungsstation war auch soweit fertig, meine ich mich erinnern zu können. Das hier ist noch auf dem Markt. Wie viel hat er gehabt? 54, ja, nehme ich die auf jeden Fall mal mit hier. Auf geht's. Und dann kommt der nämlich ins leere Gehege hier unten rein. Ich baue jetzt einfach hier an die Seite nochmal so ein Ranger-Team. Ja. Oder passen die hier drüben noch irgendwo hin? Hier würden die hinpassen, wenn ich das Wasser nicht da hätte. Weil die kommen dann ja auf jeden Fall dahin ins Gehege. Da dürfte jetzt eigentlich keine Fehlermeldung mehr auftreten. Verstehe ich es halt echt nicht. So. Der kommt da rein. Sehr schön. Achtung. Oder ist das wegen den ganzen Bäumen hier vor? Das kann aber eigentlich auch nicht sein. Egal, wir machen die einfach auch mal weg. Generell ist hier vielleicht auch ein bisschen viel Wasser drin. So, machen das hier mal alles raus. So. Gras, Schlamm. Ne, wir machen das erstmal so, dass hier alles schön grün ist. So. Gut. Nächster Versuch. Fleischfresseranlage. Ich weiß gar nicht, was die überhaupt fressen. Wahrscheinlich aber sogar lebendes Tier. Ich setze das einfach mal nach da hinten. Oder, ja doch, komm. Dahin. Ich weiß gar nicht, wie groß die Viecher werden. Die sind aber, glaube ich, auch nicht so groß. Dann basteln wir einfach mal vier Stück davon und hoffen, dass es gut geht. So. Kränklich. 25%, okay. Meine Forscher brauchen mal ganz kurz ein bisschen Urlaub. Die bekommt nämlich gleich einen Flipper hier. Die schicken wir erstmal weg und die anderen sind gerade noch am Forschen. Okay, dann warten wir noch ganz kurz. Wir haben ja Zeit. Uns eilt ja nichts. Obwohl wir die Zeit doch einfach mal ein bisschen beschleunigen könnten. Zumindest bis die drei Forschungen fertig sind. Der kommt immer noch nicht in das Gehege rein.
Ich check das halt wirklich nicht. Okay, sind wir jetzt aber hier erstmal soweit durch mit dem Forschen? Ja, das haben wir erstmal in den Griff bekommen, okay. Ob hier keiner reinfahren kann, das ist mir echt ein Rätsel. Aber wir können doch auch einfach, hier kann man ja auf jeden Fall reinfahren. Wenn ich jetzt hier noch ein Tor reinmache, könnte man doch wenigstens durchs Gehege durchfahren. Einfach mal so. Ja, das müsste funktionieren. Auf ein neues. Wir nehmen... Dann nehmen wir mal dich. Und gucken mal, was da am Ende bei rauskommt. Die anderen kann ich eigentlich auch schon mal in Urlaub schicken. Die haben nämlich auch schon einiges auf dem Buckel. Zumindest sie hier. $75.000 Urlaubsgeld. Ja. Ich hab's ja, ne? Ich hab 246.000 Dollar auf der Kante. Mit so einem Riesenpark. Musst du dir überlegen, mit so einem Jurassic World Park Ding. Habe ich $246.000 auf der Kante. Ja. Okay, ich schicke die aber trotzdem mal ganz kurz los. Zum Fossilien ausgraben. Kanada. Nee, ich war aber hier gewesen. Okay, da geht alles schon. Da ist schon alles fertig ausgeschöpft. Was war denn das für ein Vieh hier immer gewesen? Steht nicht mehr mit dabei. Okay, dann haben wir jetzt nur noch. Die sind alle durch, die sind alle durch. Dann haben wir nur noch diese zwei offenen Stellen hier. Gucken wir doch mal, was dabei rauskommt. Am Ende des Tages. Oh, ey, der hätte ich jetzt aber echt lang warten können. Ich dachte gerade schon, warum tut sich denn hier gerade gar nichts? Naja, wenn du halt auf Pause gestellt hast, dann kann da ja nichts passieren. Aber die Forschung geht eigentlich relativ schnell. Ja, noch ein paar Sekunden, dann können wir erstmal schauen, ob die auch wirklich alle gesund sind. Obwohl, der hat eine 25%ige Wahrscheinlichkeit auf, was war es gewesen? Irgendeine Krankheit auf jeden Fall. Wir gucken mal. Oh, sieht doch ganz gut aus. Und hier kann man auch irgendwie die Farben ändern, habt ihr mir mal erzählt, ne? Wir lassen die jetzt trotzdem mal so, wie sie hier sind. -30% Stoffwechselrate. Was ist mit ihm hier? Der bekommt Panik, ist eine Bedrohung und Dominanz. Okay, der bleibt schon mal hier. Den brauchen wir auch. Auch Dominanz. Ja gut, die beiden könnten sich dann wahrscheinlich in die Quere kommen. Aber die nehmen wir einfach mal alle mit. Nur die nicht mit den roten Ausrufezeichen, die bleiben mal da. Würde ich mal sagen. Ach, ich habe zu wenig Personal. Die sind ja noch am Schlafen gerade. Ihr habt gar nicht das gesamte Bild, sehe ich gerade, ne? Ich muss da mal ganz kurz eine Nummer in OBS rein. Ich glaube, euch fehlt ein kleiner Ausschnitt vom eigentlichen Gameplay.
Jetzt habt ihr das ganze Bild. Ja. Das Einzige, was jetzt eben bei euch nicht angezeigt wird richtig, weil mein Bild halt drüber ist, das sind diese Symbole an der Seite. Ist aber jetzt auch nicht so dramatisch. Zeigen eben nur an, was jetzt aktuell passiert. Das, ja. Ist eigentlich auch wirklich wurscht. So. Sind die jetzt fertig? Jawohl. Ich glaube, ein Sturm zieht auf. Oh, der kann das schon alleine machen. Das machst du auf jeden Fall auch alleine. Und du musst dich ausruhen. Du bleibst noch da, wo du bist. Okay. Das passt so. Mit dem Regen. Ich sehe auch hier gerade, ich habe glaube ich nur 30 Pixel, 30 FPS eingestellt, was auch nicht richtig ist. Kann das aber jetzt während dem Stream, meine ich, nicht verändern. Ich gucke gerade mal ganz kurz rein. Ah, nee. Während dem Stream geht das nicht. Beim nächsten Mal. Ich hoffe, das ist jetzt nicht allzu dramatisch, aber es geht einigermaßen, ne? So ein bisschen merkt man es, finde ich. Aber gut. Okay, nicht freilassen, auf gar keinen Fall freilassen. Wir brauchen die nämlich mit dem Airlift. Und zwar kommen die hier nicht dahin, sondern hier war es, glaube ich, gewesen. Ja. Hier müssen die Produkte hin. Ach so, ich muss die alle einzeln irgendwo her. Und ich muss immer noch abchecken, was bei denen hier nicht stimmt. Genau, das war es doch gewesen. Ich bräuchte hier mal eine Statusüberprüfung von dem Kollegen. Bitte sofort. Anderle. Transport. Und hier kann ich jetzt noch welche zuweisen. Wir nehmen auf jeden Fall mal das Ranger-Team mit dazu. Brauchen wir auf jeden Fall eins. Ne, da ist ja eins mit dabei. Da oben fehlen die noch, genau hier. Ranger-Team zuweisen, perfekt. Einsam sind die. Die greifen nämlich gerade wirklich schon wieder. Ja. Das Gehege an. Wo ist der andere? Da drüben. Deswegen betäuben wir die nochmal ganz kurz. Und dann schaue ich mal, was die jetzt alles an Komfort noch brauchen. Ich hatte nämlich eben gerade auch noch Komfort. Bestätige Produktzustellung. Ist nur bei 57%. Wegen Fleisch? Gut, der Bestand ist halt so wenig, ja. Und auch so haben die auch kein Fleisch hier drin, doch. Produkt transportiert. Produkttransport im Gange. War jetzt aber gerade sehr knapp gewesen. Holla die Waldfee. Ist der jetzt schon wieder draußen? Das kann doch nicht wahr sein, ey.
Ich muss das auf jeden Fall jetzt erstmal mit den beiden hier in den Griff bekommen, bevor ich dann die nächsten zwei großartig noch... Es sind mehr als zwei, es sind ja noch fünf andere da hinten drin. So, die sind auf jeden Fall einsam, stand da, genau. Deswegen holen wir uns jetzt noch ein paar von denen. Was waren das für einer gewesen? Proceratosaurus. Ich bin verwirrt durch meinen eigenen Park. Hä, wo habe ich denn meine Brutstation? Da. Mann. Okay, Bestand 2, dann holen wir uns da nochmal ein paar mit dazu. Und gucken, was dabei rauskommt. Ah, doch eine schwere Geburt als gedacht. Produkt wurde zugestellt. Und gleich schon wieder eine Bedrohung durch den Proceratosaurus. Ja. Aber der ist doch auch eben erst noch betäubt gewesen. Ich kann dem jetzt ja nicht alle 2 Minuten irgendwie so einen Betäubungspfeil in den Nacken schießen. Nur der Bestand ist jetzt noch der Fehler. Okay. Kriegen wir auf jeden Fall hin. Wenn das dann gelöst ist, dann müsste auf jeden Fall auch da unten erstmal Ruhe sein. Dich nehmen wir noch mit und dich nehmen wir noch mit. Es müsste eigentlich reichen. Aggressiv. Nee, dann nehmen wir nur die 2 hier mit. Die Gäste beschweren sich über fehlende Einrichtungen. Über fehlende Einrichtungen. Was fehlt denn noch? Toiletten wahrscheinlich, ne? Irgendwelchen bestimmten Plätzen. Hier unten war noch keiner gewesen. Hier ist alles grün. Das war es dann schon mal nicht gewesen. Einkaufsmeilen vielleicht. Der Airlift, dann bringen wir die jetzt erstmal zum Gehege von denen. Wo waren die denn nochmal gewesen? Oh Gott, ey. Das hier waren die nicht. Das waren die auch nicht. Die waren irgendwo an der Seite. Doch, das hier waren die. Nee. Doch, hier waren sie drin. Zur Abholung des Produkts unterwegs. Ja. Dann geben die nämlich auch schon mal Ruhe. Und die müsste man halt hier nochmal abscannen. Die sind einsam. Ach, das sind so ganz kleine. Haben wir ja ein viel zu großes Gehege jetzt gebaut für die. Dann werden die auch nicht groß jagen gehen. Dann schätze ich mal, dass die eher das hier fressen. Ja, dann brauchen wir davon auch noch welche. So, wir nähern uns beschwerlich den 400.000 Dollar, aber wir nähern uns auf jeden Fall den 400.000 Dollar. Dauert halt nur ein bisschen länger. Wo ist mein Licht da hinten eigentlich aus?
Transport im Gange. Das Ranger Team 2 ist so extrem nutzlos. Ich weiß auch nicht, wo sie nicht hinkommen. Ich kann es echt nicht ganz null nachvollziehen. Hier ist ein Tor, da ist ein Tor. Da ist ein Tor. Hier oben ist ein Tor. Da ist ein Tor. Da kommt ihr hier nicht rum, aber sogar dann könnt ihr einfach außen rumfahren. Kommen die hier vielleicht einfach nicht rein? Ich habe keine Ahnung. Da ist auch ein Tor, da ist auch ein Tor. Ich kann es höchstens nochmal ausprobieren. So. Das wäre noch eine Option. Ja. Okay. Produkt wurde zugestellt. Ach stimmt, die müssten ja auch mal bald fertig sein. Was ist denn damit eigentlich? Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Ranger Team 2 kann immer noch keine Route finden. Ich weiß aber auch ums Verrecken nicht, wo der hin will. Ich weiß es halt wirklich nicht. Ich hätte vielleicht mal ein bisschen mehr mit so Strommasten arbeiten sollen. Aber ich finde die halt sau hässlich. Oh, Moment, was war das gerade? Okay, hier wird sich auf jeden Fall beschwert. Was fehlt denn jetzt hier? Beschweren sich hier über die Wege, aber warum? Ach so, nee, okay. Wir erkunden jetzt hier erst alles nach und nach, verstehe. Okay. So, und jetzt kann ich ja von irgendeinem anderen Stromdingens aus, von dem hier sagen wir jetzt mal, konnte ich doch jetzt irgendwie auch diese Masten darüber ziehen. Ich weiß nur nicht mehr genau, wie das ging. Aber es ging auf jeden Fall. Da, die Dinger. Ach Mann! Ey!
kommst du hier irgendwann gar nicht mehr hinterher. Müssen wir auch noch erforschen. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, wo sind jetzt meine neuen Saurier? Das waren die hier. Die sind immer noch einsam. Deswegen bringen wir jetzt die mal darüber. Dann sollte sich das Problem auch mal so langsam erledigt haben. Ach so, ja, gut. Ich kann jetzt aber nicht noch ein zweites. Soll ich jetzt noch so ein Ding dahin bauen? Das wird mir irgendwann auf den Kopf fallen, alles. Wenn ich da permanent Strom nachfüllen muss, muss ich mir gleich irgendwas anderes mal überlegen. Machen wir jetzt nur kurz zur Zwischenlösung. Eine kleine Zwischenlösung. Ach komm, ey. Neun Prozent verbessert, das ist doch schon mal sehr gut. Noch habe ich Hoffnung. An diesem Park. Ich habe es noch nicht abgeschrieben. So, da kommen jetzt schon die ersten neuen mit dazu. Das heißt, auch hier sollte so langsam. So langsam sollte da nichts mehr kaputt gehen können. So, das haben wir auf jeden Fall. Das passt auch. Das passt. Die sind inzwischen auch zufrieden. Die sind hier auch zufrieden. Und wir haben fast die 300.000 erreicht. Das ist sehr gut. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr gut. Jetzt haben wir die 300.000 erreicht. Jetzt fehlen noch 100.000. Und ich glaube, dann haben wir die erste Kampagne auch schon durch. Ich glaube, dann müsste Chaos Theorie Part 1 vorbei sein. Oder da kommt noch ein bisschen. Ich dachte, da kommt echt ein bisschen mehr. Aber wir sind jetzt schon bei 84% gewesen vorhin. Also so viel ist da gar nicht mehr übrig. Der T-Rex muss noch vorkommen. Hundertprozentig. Wir sind ja in der Jurassic Park 1 Kampagne. Kann ich den mit anhängen? Ja, kann ich wirklich. Okay. Oh. 2,5 Sterne brauche ich aber dafür, um den bauen zu können. Das heißt, da fehlt noch 0,5 Sternchen. Ein halber Stern fehlt noch. Und dann kann ich den neuen Saurier bauen. Na? 1 Richtungsversorgung ist gering, verzeiht mir. Liebe Gäste, ich werde euch auf jeden Fall nochmal eine kleine Einrichtung bauen. Wohin? Dahin, ah ja. Hier wird rumgejammert, da bauen wir eine hin. Die Betriebskosten sind halt sehr hoch bei dem Teil. Plus 14, ja gut, plus 14. Das ist aber auch. Machen wir einen Fischtank da rein. So.
Nehmen wir noch einen Springbrunnen mit. Und lassen das erstmal so vor sich hin dümpeln hier. Okay. Sonst gibt es aktuell keine Beschwerden. Hier wird noch irgendwas auftauchen dann wahrscheinlich. Da habe ich nämlich auch noch nichts hingebaut. Aber bisher sind alle Leute erstmal hier schön versorgt. Und ich kann jetzt nochmal in aller Ruhe zu den Forschungen reingehen. Die waren hier. Oh, wir haben neue Standpunkte frei bekommen. Was haben wir denn hier noch? Ich sollte erstmal den einen fertig züchten, meine ich. Was ist denn das? Was ist denn nochmal der Mayasaurus? Hey Siri, was ist ein Mayasaurus? Achtung. Heißt auf Deutsch so viel wie gute Mutter. Mhm. Merkmale, ich hätte gern Bilder. Aha, das hier ist der Mayasaurus. Erinnert mich so ein bisschen an Alada aus Disneys Dinosaurier. Aber der war ein anderer, ich weiß nicht, was das für einer war. Das war aber kein Mayasaurus. Ja, den holen wir uns, komm. Ich muss jetzt erstmal die Gehege, glaube ich, ein bisschen... Iguanodon. Bah, stimmt, ey, stimmt. Das wäre mir ums Verrecken nicht mehr eingefallen. Stimmt. Auch ein sehr geiler Film. Den habe ich mir sogar, glaube ich, vor ungefähr 3 Jahren nochmal auf Blu-ray sogar geholt. So einer Disney Edition. Okay, Siri macht sich selbstständig. Auf. Komisch. Außerdem waren es damals in Disneys Dinosaurier mitunter die geilsten Darstellungen von vom Carnotaurus. Er wurde nie wieder so geil dargestellt wie in Disneys Dinosaurier. Carnotaurus, ey, das waren auch 2 Stück gewesen in dem Film, meine ich, ne? Das war auch geil. Die waren schon krass. Mit einer meiner Lieblings-Dino-Filme, ja 100 pro auch meiner, 100 pro. Auf der einen Seite denke ich mir immer, es gibt ja von jedem Scheiß heutzutage Teil 2, Teil 3 und so ein Zeug. Nur davon halt nicht. Und auf der anderen Seite denke ich mir, es ist aber irgendwie auch gut so. Weil je mehr du von irgendwas machst, umso schlechter wird es in der Regel auch. Und der Film hat ja eigentlich auch das perfekte Ende gehabt, oder nicht? Ist ja diese Littlefoot-Agenda da, dieses in einem Land vor unserer Zeit, wir müssen irgendwie das heilige Tal suchen, wo eben noch alles grün ist und das finden sie ja auch am Ende. Das heißt, davon nochmal einen zweiten Teil, weiß ich halt nicht. Aber der Film ist halt saumächtig. Ja, und deswegen war ich auch sehr enttäuscht, als ich dann den Carnotaurus gesehen habe in Jurassic World. Der war nämlich nicht so cool irgendwie. Der war so ein bisschen ein Abziehbild gewesen. Von der Disney-Variante. Wahrscheinlich sehr viel realistischer, aber dann schon echt geil. Aber ich fand die Raptoren da auch ziemlich chillig. Bei Disneys Dinosaurier. Im Fossilienmarkt, was haben wir denn da? Da ist er doch schon. Der Mayasaurus. Und Silber. Mhm. Ey, es gibt nicht zufällig einen Mod für das Spiel, wo man den Dinosaurier erschaffen kann, oder? Den Carnotaurus aus Disney Dinosaurus. Geht bestimmt irgendwie. Muss ich mal nachschauen. Ich meine, du kannst sogar Godzilla kannst du sogar hier erschaffen in dem Spiel. In der PC-Version halt nur. Aber das macht ja nichts, die habe ich ja auch. Die Affen haben gefetzt. Ja, stimmt, die waren auch geil. Wie hieß denn der Opa-Affe nochmal?
Ich habe die Namen mal alle drauf gehabt. Ich kenne keinen mehr. Ich kenne Allah da nur noch. Emma hieß, glaube ich, die eine noch, diese ältere. Spike? Nee, Spike war aus Littlefoot. Mir fallen die Namen nicht mehr ein. Boah, sowas ärgert mich immer voll. Ich weiß nämlich noch damals, da habe ich mir bei McDonald's nämlich diese beiden Carnotaurus-Figuren geholt. Und die konnte man mit so einem Druck aufs Bein, konnten die das Maul aufmachen. Und ich weiß noch, da wollte ich dann noch irgendeine andere Figur dazu haben. Und es war, glaube ich, entweder der Langhals gewesen oder eben die Emma. Und da habe ich dann beim McDonald's vorne gesagt, dass ich genau die Emma hätte. Oder wie auch immer das Vieh hieß. Aber ich kenne die Namen nicht mehr. Ich habe auch irgendwie Sid im Kopf. Dieser eine ein bisschen dusselige Affe. Aber Sid ist auch nicht davon. Sid ist ja das... von Ice Age. Ich muss da jetzt ganz kurz mal nachgucken. Im Hintergrund lassen wir einfach mal die Zeit ein bisschen ablaufen. Ihr könnt euch hier mal so den Saurier angucken. Solange werde ich jetzt hier mal ganz kurz schauen, wie die alle hießen. Genau, Bruton war der Bösewicht gewesen. Der Bruder von Aladas Love Interest. Balin, weiß ich gar nicht mehr. Emma, genau, hieß auch noch eine, das wusste ich noch. Zinni war der Affe. Zinni. Nee, oder war Kron war der Bösewicht. Zuri war auch noch ein Affe. Plio war das Weibchen von den Affen. Die Namen weiß ich alle gar nicht mehr. Ich muss mich mal wieder angucken. Okay. Nee, ich wollte jetzt hierhin switchen. Denn da haben wir nämlich nochmal den Maiasaurus bekommen. Oh, Moment. Nee, da warte ich aber noch kurz. Bis da noch was dazukommt, wenn ich überhaupt noch was erforschen kann zum Maiasaurus. Das ist ja auch so eine Sache. Der war hier gewesen. Da ist nix. Ach komm, bitte, ey. Styracosaurus, das war aber, glaube ich, immer. Oder? Wir nehmen mal Styracosaurus mit. Schauen wir uns mal an, ob das wirklich die Emma war. Weil in meinem Kopf war die Emma nämlich auch ein Triceratops, aber das stimmt nicht. War sowas Ähnliches aber gewesen. So. Da haben wir auch noch irgendwas drin, glaube ich. Nee, jetzt haben wir schon leer. Muss irgendein Gehege... Wieso habe ich die auch einfach alle rund gebaut? Oder so? Das ist... Ich wette, dass der T-Rex auf jeden Fall noch kommen muss. Hier habe ich halt Schwierigkeiten, ein bisschen was abzuzwacken, obwohl ich das Ende hier nehmen könnte. Also die laufen eh mal nur alle hier rum. Ich mach das jetzt einfach mal. Wir müssen jetzt ein bisschen Platz zurückgewinnen. Ja, Team 2 ist schon wieder irgendwo hängen geblieben. Die sind mir jetzt aber auch egal. Ich versuche das, so human es geht,
Ja, das passt doch so. Ist doch optimal. Oh nein. Was ist denn mit denen jetzt los? Gefahr für die Gäste. Okay. Die kriegen gerade irgendwie hier einen kleinen Rappel. Aber auch nur die drei. Bitte mal schnell besänftigen. Es sind immer die Pflanzenfresser in dem Spiel, die irgendwie ausrasten. Das ist total faszinierend. So, dann bauen wir mal noch ein paar Einrichtungen für die Gäste hier hin. So ein Hotel irgendwie noch, oder wir machen mal noch so eine Einkaufspassage, um die auch mal hier runter zu locken. Aber hier läuft irgendwie keiner lang. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das hier noch ein Problem wird, dass die nämlich hier rumjammern, dass hier unten nichts steht. Könnte noch passieren. Das verkaufen wir. Das war doch Emma gewesen hier, ne? Der Styracosaurus, glaube ich. Ich erinnere mich da einfach nicht mehr dran. Und das habe ich diesen Film früher einfach geliebt. So. Haben wir Attraktionen, brauche ich wahrscheinlich auch. Das ist ein bisschen wenig. Eine Seilbahn ist natürlich lustig. War ja so cool in... War ja so geil in Jurassic World. Camp Cretaceous. Ich könnte die hier hinsetzen wahrscheinlich. Ja. Und dann... Andere Seite hier rüber, aber wo? Moment. Das ist schon wieder zu weit. Ah, ärgerlich. Habe ich die jetzt falsch rumgebaut? Nee. Okay, das wird nichts mit dem Plan. Da könnte man es hinsetzen. Das geht ja auch noch. Das ist ja auch in Ordnung. Komm, machen wir das so. Damit die Kinder auch ihren Spaß haben. Und schon wieder kein Strom. Das ist halt, das habe ich mir aber gedacht, dass jetzt so langsam die Probleme auftauchen. Weil ich nämlich zu viele einzelne Stromdinge habe. Ich hätte es wirklich mehr vernetzen sollen mit den Strommasten. Aber ich finde die halt so extrem hässlich. Wenn die einmal komplett hier durchgezogen sind, sieht aus wie Darmstadt dann.
Katastrophen haben wir jetzt keine. Wo kann ich denn mal meine Parkanalysen abchecken? War das nicht auch hier oben irgendwo? Da. Nee. Doch nicht. So, mein Ansehen steigt auf jeden Fall wieder. Hier ist auch sehr viel einfach an Zeug, aber hier hinten habe ich da so ein bisschen aufgehört dran zu arbeiten. Beziehungsweise ist da auch nicht mehr allzu viel Platz übrig. Das hier geht noch, hier hast du halt nichts, klar. Hier... Dürfte den Leuten aber eigentlich an nichts fehlen, großartig. Oh doch, Toiletten. Ha. Kriegen wir die da rein? Ja. Schutzräume. Okay, dann fehlen hier also noch Schutzräume. Ach, da ist aber ein Gehege im Weg. Das ist natürlich extrem doof, ne? Ja. Mhm. Dann versuche ich mal, hier noch ein bisschen Platz rauszuholen. So ungefähr. Für den Schutzraum. Was habt ihr jetzt hier schon wieder vor? Das kann doch nicht euer Ernst sein. Also das sind wirklich Drecksviecher hier. Ich weiß auch nicht, wie die hier rauskommen. Wo ist er? Da. Ist er da drüber gesprungen? Schnell, schnell, schnell. Er ist auf der Jagd. Schnell. Oh oh. Ui, jawohl. Den haben wir. Sehr gut. Den hat's umgerissen. Der Triceratops flippt jetzt auf einmal auch aus. Was ist denn gerade hier los, ey? So, da war aber auch nur einer ausgebrochen, ne? Und das war der da. So, und was habt ihr jetzt hier für Schmerzen? Ja, ne, ich mach das mal lieber so. Die kriegen das ja überhaupt nicht geschissen sonst. So.
wurde transportiert. Huch. Okay, ich gehe nochmal ganz kurz zur Übersicht, nur mal zu schauen, was jetzt hier noch so an Einrichtung fehlt. Also, Schutzräume ganz an den Anfang, seid ihr eigentlich bescheuert? Also jetzt bei aller Liebe. Ansprüche auf Sicherheit stellen. Ja, bitteschön. So, hier hinten waren noch nicht allzu viele, da ist noch nichts. Okay. Toiletten. Was haben wir da? Das scheint zu passen. Da ist ein bisschen was, wo sich Leute überdenken. Hier würde ich mal ganz gerne so ein bisschen... Hier würde ich mal gerne kacken gehen. Deswegen bauen wir da einfach nochmal ein Klo hin. Das müsste ausreichen. Jawohl. Das da drüben haben. Was sind das überhaupt daneben? Das sind Bahnen, glaube ich, gewesen. Bahnsteig. Okay, was haben wir jetzt hier an Einkaufszentren? Ist auch soweit alles da. Da ist auch alles im schönen Grün. Was ist das hier? Gästeanreiz, das ist, was haben wir denn hier für Schwierigkeiten? Das hier ist auch nur so mittel, aber das hier ist ganz schlecht, ne? Was haben sie hier für Schwierigkeiten? Ah. Die mögen nicht so gerne Donuts. Die Gäste. Die sind jetzt hier ein bisschen wählerischer geworden. Wir nehmen mal, ja, Selfie-Spot ist immer gut heutzutage. Ja. So. Ja, das ist doch jetzt wieder ein Feini hier. Das hier ist so mittel. Das sind, die Dinge habe ich alle nicht eingerichtet, ne? Fällt mir gerade erst mal so auf. Obwohl doch. Aber anscheinend habe ich da einfach mehr oder weniger gesagt, mir egal. Betriebskosten, Einnahmen. Die Einnahmen sollen ja schon in die Höhe gehen eigentlich, ne? So, die Einnahmen sinken ist ja Quatsch. Ja, was ist das denn hier für... Na, ich sag dazu jetzt nichts, komm. Also das Ding hier ist, oh, ich hab's noch schlimmer gemacht. Geil. Perfekt. Scheiße. Ja, was ist denn überhaupt mit den Leuten los? Warum? Steak finden die doch ganz, ganz geil. Moment. Donuts geht so. Also die Leute, das ist ja, du kannst denen überhaupt nicht recht machen. Guck mal. Die heulen einfach, egal was du einstellst. Nehmen wir das hier, komm. Ich will doch einfach nur, dass ihr alle glücklich seid. Boah, nur euer Glück geht mir halt übel auf die Tasche, ne? Der Fischtank, was macht der? Macht die Einnahmen. Ah, jetzt kann ich so verkehrt kommen. Das hier macht das die Leute glücklich? Ja, das macht Leute glücklich. Nochmal. Okay, es muss halt reichen.
Das ist jetzt halt so. Okay. Ich habe die einfach alle nicht eingerichtet. Noch 3 Stück haben wir jetzt vor uns. Den hole ich mir am Ende aber auch noch. Der muss noch irgendwie auf grün kommen. Kann jetzt ja nicht so schwer sein. Was haben wir denn hier? Donuts. Mhm. Steak. Die Leute mögen auf jeden Fall viel lieber Steak als Donuts. Was ich verstehe. Einer, ja gut, Betriebskosten, da kannst du eh nicht drum rumkommen. Zufriedenheit 82%, das muss reichen. Ja, 82%, dass das noch auf Gelb ist, ist ja auch eine Frechheit eigentlich. Prozent ist halt auch wirklich krass. Okay, hier haben die jetzt gar nicht mal so Bock auf die Steaks. Hier kannst du machen, was du willst und du machst denen eigentlich nicht recht, ne? Leute. So. Oh, ich bin ja so blöd. Ah, ich bin ja so doof. Ich kann ja auch noch die Getränke ändern. Okay. Damit freuen, mit dem Fernseher freuen die sich auf jeden Fall. So, dann müssen wir noch die da unten überzeugen. Der geht halt böse zurück, dann der eine, ne? Kriegen wir den noch irgendwie ein bisschen weiter nach oben? 87%. Ja. Ist auf jeden Fall in Ordnung. Hat der andere nicht, aber auch 87% hier, der gelbe. Es ist ja auch eigentlich wurscht, jetzt komm. Wer bei 80% immer noch am Rumheulen ist. Da steht die Welt auch nicht. Gut. Was haben wir noch übrig? Konfigurieren. Ah, wir machen mal da eine Einkaufsmeile draus. Oh. Da, wir gehen jetzt mal auf Einkaufen. Mhm. Umswitchen bitte. Dankeschön. Die gefährliche Natur mancher Saurier macht den Reiz aus, ihnen so nahe zu sein. Instinktive Angst ist reizvoll. Doch wir suchen nach etwas noch viel Größerem und Besserem. Wollen Sie einen T-Rex? Kann ich einen haben? Ich will einen Spino. Was? Wir können wirklich einen T-Rex haben? Sobald der Park über ein geeignetes Gehege verfügt. Der Ausbau des Parks ist eine brillante Idee. Und der T-Rex ist der berühmteste aller Saurier. Wenn die Menschen zum Jurassic Park kommen, können sie selbst einen sehen. Und fürchten, gefressen zu werden. Es ist die Illusion des Risikos, nicht das Risiko selbst, das wir anstreben. Und wir haben einen T-Rex. Okay. Dann bekommen wir jetzt also doch noch den T-Rex zu sehen. Na, mit dem hier bin ich nicht so ganz zufrieden, mit dem Teil hier. Das ist ein Einkaufszentrum, das ist auf Gelb, das geht hier eigentlich noch. Actionfiguren. Fernseher, das hier ist noch leer. Oh! Oh, 93 jetzt. Okay, das passt. Dankeschön. Ja, alles perfekt. Ciao.
Gut, aber ich muss trotzdem nochmal ganz kurz hier aufs Auge drauf gehen, nur mal zu schauen. Das hier ist halt, das kriege ich auch nicht auf grün, glaube ich. Die anderen sind alle auf grün. Das sind die Hotels, das ist der Strom. Okay. Läuft doch, der Park, der läuft doch. Jetzt muss ich einen T-Rex. Haben die mir wenigstens ein bisschen mehr vor meinem Park? Ja! Ja, tatsächlich. Ist ja krass. Da. Ich habe noch ein bisschen was vom Park freigeschaltet bekommen. Ah, den T-Rex erschaffe ich aber wieder mal nicht über Ausgrabungen, glaube ich. Naja, erschaffe ich hier drüber. Ja. Wer hätte es kommen sehen? Dazu brauche ich aber erst 2,5 Sterne. 2,5. Ich habe 2,5 Sterne. Nee, habe ich nicht. Scheiße. Ich habe jetzt 2,4 Sterne. Dann kann ich aber... Jetzt habe ich 2,5 Sterne. Dann vergesst, was ich sagen wollte. Wir nehmen natürlich den T-Rex mit rein. ...500.000. Unzureichende Fähigkeiten an meine Forscher. Mir fehlt einfach echt noch eine. Aber ich kann noch zwei hinzufügen. Ich brauche noch einen für Genetik. Wir hatten ganz gut Genetik. Er hier hat 5 von 9. Er hat 0 von 9. Der war einfach nur da während der Uni. Der hat einfach 1 von 4, 0 von 4. Von 4, okay, gut. 3 von 7. Der war einfach nur immer bei den Vorlesungen und hat mir zugeguckt. Der hat nichts gemacht. Na, dann nehmen wir mal Genetik 2. Ich meine, ein Punkt reicht mir im Endeffekt, aber er ist halt sogar noch günstiger als er. Aber warum? Ah, verringert die Aufgabendauer, okay, um 50%, okay, okay. Ja, okay, gut. Dann wird er nochmal hier mit eingebunden. Du kannst dich mal ausruhen, du kannst dich mal ausruhen. Du nicht. Gut. Dann gehen wir zurück ins Labor. Und erschaffen einen T-Rex. Wie John Hammond so gerne sagt. Einen T-Rex. Forschungsdauer 3. Ich habe nur 7 von 12 bei Genetik, sehe ich jetzt gerade. Hoppla. Ist da der Angestellte schon mit dabei? Dann muss ich ja noch einen dazu holen. 7 von 12. Okay, dann gehen wir da nochmal rein. Dann brauche ich ja nochmal einen mit ungefähr 5. Also mindestens 5. Habe ich so wenig? Ich habe doch voll viel Genetik. 5? 10? Die ist halt gerade in der Ruhe. Okay, ja, okay, verstehe. 5, 6, 7. Das sind nämlich die drei, die gerade angezeigt werden. Das heißt, ich kann erst weitermachen, wenn die beiden hier aus dem Urlaub wieder zurück sind. Der ganze Betrieb steht jetzt hier still wegen den zwei. Eieiei. Dann spule ich mal ein bisschen vor nebenbei. Gut, das Ranger-Team, das habe ich inzwischen auch aufgegeben. Das lassen wir einfach mal da, wo es jetzt gerade ist. Er wird nie zu seinem Ziel kommen. Nie. Ich meine, ich bin den Weg jetzt schon manuell selber abgefahren. Und ich komme dahin. Ich weiß nicht, warum er es nicht geschissen kriegt. Gut, gleich haben wir den Urlaub hier vorbei von den lieben Leuten und dann können wir den T-Rex erschaffen. Das war's mit dem Urlaub. Sehr schön, willkommen zurück im Arbeitsleben.
Ey, manchmal finde ich das saukompliziert, hier mit der Steuerung erstmal klarzukommen. So, gehen wir mal da rein. Und zwar brauchen wir jetzt 12 Genetik, ist halt krass. Sie hat auf jeden Fall 5. Er hat auf jeden Fall 5. Jetzt fehlen noch 2. Dann ist doch nicht so krass. Nehmen wir noch. Ja, das passt doch. Moment. Geh du mal ganz kurz da raus. 2. So. So passt es. Gut. Oh, das dauert jetzt ein bisschen länger. Deine Gäste beschweren sich über Platzmangel. Über Platzmangel beschweren die sich jetzt. Sind die bescheuert? Wir brauchen mehr Einrichtungen, Getränke. Einkauf ist, das stimmt aber nicht. Einkauf habe ich ja hier. Nein, da. Ja, ich sollte auch vielleicht mal so ein großes Zentrum irgendwie bauen. Aber erst wenn dann der T-Rex auch wirklich da war. Oh, die haben die neuen Sachen erforscht. Oh, nee. Deswegen kommen jetzt hier die ganzen Meldungen auf einmal rein. Gäste haben sich weiter ausgebreitet im Park. Würde das hier hinpassen, wenn ich die ein bisschen verschieben würde? Geht das einfach so? Ich glaube aber nicht. Ich glaube, das wäre immer noch zu eng vom Platz her. Okay, Toiletten haben sie auf jeden Fall genug. Geht nur um die Einkaufspassagen anscheinend, ne? Irgendwo ist eine Futterstation da unten. Auf Ranger Team 1 konnte, glaube ich, noch gescheit fahren. Oh. Entschuldigung, die sind gerade in der Aufgabe. Einmal hier bitte. Mit dem Fahrzeug nicht zu erreichen. Also entweder ist hier kein Tor drin, doch. Oder die kommen nicht von hier darüber. Ich hab den irgendwo, habe ich den was ordentlich verbaut. Weil er kommt da jetzt zum Beispiel einfach hin. Ganz seltsam. Kann Produkt nicht erreichen. Ja, warte mal. Basisteam Nummer 2. Ihr seid... Das ist wirklich... Entschuldigung. Oh. Geht mal aus dem Weg. Entschuldigung. Entschuldigung. So. Wo kommt ihr da jetzt nicht durch, bitte? Oder wollen die einfach nicht hier durch die Menschen durchfahren? Oh. Kann natürlich auch sein. Ich probiere das einfach jetzt mal aus. Also wie ich das sehe, komme ich hier aber gerade komplett außen rum. Hier ist jetzt zwar kein Tor, aber man kommt ja auf jeden Fall bis hier rüber. Wo ist denn das Tor von dem Teil? Da, da komme ich doch aber auch rüber. Was ist denn mit denen? Also, Test. Aha.
Hier haben wir einen Velociraptor. Gut, Velociraptoren sind eh kleine Arschlöcher. Weiter zum T-Rex. Ich bin vom Thema abgekommen. Wir gehen erneut zur Forschungsstation. Da ist der T-Rex mit angeheftet. Erhöhe deine Parkbewertung auf 3 Sterne. Wir sind jetzt bei 2,2. Okay. Dann müssen wir erstmal jetzt die Parkbewertung nochmal weiter nach oben steigen lassen. Wie viel Uhr haben wir denn eigentlich? 12. Viertel vor 12. Ja. Da muss ich hier nochmal... Oh! Was wird sich denn jetzt hier beschwert? Also mehr Getränke hat auf jeden Fall einer irgendwo gesagt und sich beschwert. Deswegen machen wir jetzt hier mal einen Getränkeladen draus. Ingwerbier. Hier gibt's Ingwerbier. Also. Ich muss doch irgendwie aus diesem roten Bereich rauskommen, weil der Fernseher ist schon mal keine schlechte Idee. Irgendwo ist kein Strom, ich kann jetzt aber gerade nicht. Ich muss, und es hört sich sehr falsch an, aber ich muss meine Gäste befriedigen. Hat nicht so ganz geklappt, ne? Aber es ist besser als davor auf jeden Fall. So, wo ist jetzt hier kein Strom? Da und da unten. Zack. Das ist natürlich ganz fatal hier. Das gesamte Personal, die Wettervorhersage wurde aktualisiert. Nein. Sturmwarnung. Rennt um euer Leben. Alle bitte um ihr Leben rennen und am besten bitte mit Panik. Bleiben Sie nicht ruhig. Rennen Sie mit purer Panik bitte in die Schutzbunker. Und schubsen Sie Ihren Vordermann am besten zur Seite. Nicht nach vorne, zur Seite schubsen. Ich wiederhole nochmal, schubsen Sie den Vordermann zur Seite. Und geraten Sie alle in Panik. Muss das ernsthaft jetzt nochmal passieren? Kurz. Okay, aber auch selbst dran schuld. Ich meine, ich hatte ja ganz kurz ein Sturmabwehrsystem hatte ich, glaube ich, gebaut, ne? Ja. Was habe ich damit gemacht? Einfach nichts. Ja. Was soll schon passieren, habe ich mir gedacht. Ja, Schwachsinn, dass da ein Sturm auftauchen könnte. An das gesamte Personal, der Sturm legt sich langsam. Bitte nehmen Sie Ihre Arbeit wieder auf. Ist der Sturm wieder vorbei? Ja, warte mal ganz kurz. Der schickt einfach die Leute raus und hier sind jetzt noch überall die... Die Gehege sind einfach überall kaputt. Was denn mit dem... Ja, komm, hier, die können wir auch noch mal ganz kurz betäuben. Yay. Aber ich brauche 3 Sterne. Ich bin jetzt von 2,5 auf 2 runtergerutscht. Nur weil hier so ein Sturm durchpeitscht. Okay, der kümmert sich auf jeden Fall jetzt schon mal um die... Irgendwo habe ich noch ein Gebäude, das hier oben ist noch kaputt, ne? Ja.
Okay, Gehege sind alle sicher, Saurier sind alle drin. Hier oben war noch irgendwo. Achso, der versucht immer noch an das. Der will immer noch an die Nahrung drankommen. Kann man das dem irgendwie einfach mal abnehmen, so, dass das nicht mehr passiert? Weil er kriegt es ja eh nicht hin. Na komm, lassen wir ihn einfach. Der wird repariert. Okay, dann können wir die Leute auch wieder rauslassen. Aber alle Schutzräume, ne? So. Alle bitte wieder raus. Sind die jetzt alle in das eine reingerannt? Habe ich nur den aufgemacht? Scheinbar, ne? Die kommen einfach alle hier aus dem einen raus. Nee. Da sind auch welche drin, da auch. Ah, okay, schön. Ich glaube, sie hat die Schnauze voll, die geht jetzt einfach wieder. Ja, Leute. Von 2,5 Sternen auf 1,6 runtergeschmettert. Wegen einem einzigen beknackten Wirbelsturm. Und das müssen wir nochmal neu machen hier. Keiner will Ingwerbier trinken. Dann gibt's ja ab jetzt eine Einkaufsmöglichkeit, komm. Actionfiguren? Hüte. Nein, die Gäste finden aber alles einfach scheiße. Das sind doch bestimmt wieder deutsche Besucher hier. Egal was du nimmst, ist einfach alles schon wieder Kacke. Freizeitbekleidung. Das geht ein bisschen nach oben. Der Fernseher geht natürlich nach oben. Das sind auf jeden Fall deutsche Gäste. Der Fischtank. Aha. Der Fernseher, ja. Der Fernseher macht am... Ich glaube, das ist gar nicht so blöd. Der Selfie-Spot war nicht verkehrt jetzt. Ja, okay, immerhin nicht mehr rot. Perfekt. Wir haben wieder 2 Sterne bekommen. Ist doch auch okay. Das heißt, unser Ansehen steigt wieder. Wirbelstürme. Ich muss mir jetzt mal... Ja gut, der ist halt total... Ja, aber... Wenn ich auf meine Einnahmen nur gucke... Einfach auch alles schlecht. Okay. Wir bleiben mal hier dabei. Leer ist halt bei den Betriebskosten. Ja gut, wenn du... Oh, jetzt ist die Kamera auch noch rausgegangen. Das kann daran liegen, dass ich die gar nicht im Strom drin stecken habe. Sekunde, ich kläre das gerade. Die Kamera lädt gerade wieder auf. Bin sofort wieder mit einem Bild für euch da. So, dann kann ich das ja mal kurz hier rausnehmen. Oder geht die jetzt schon wieder direkt an? Ja, doch. Okay. Dann kann man auch so weitermachen. Ich habe nämlich genau einen einzigen Steckdosenspot zu wenig. Wirklich nur einen einzigen. Das ist total nervig. Naja, okay. Soll euch nicht weiter belasten. Aber, Moment, was haben wir gerade gehabt? Selfies. Ja, ich komme bei denen halt nicht drüber. Das ist unmöglich. Das ist... Oh, Moment. Das ist nicht verkehrt.
Ich wollte ja aber eigentlich nach der finanziellen Nummer hier gucken, ne? Das Ding macht halt einfach minus fast, also fast minus 10.000 Gewinn. Das ist ja auch schon sportlich eigentlich, ne? Das Ding ist total... Sollen wir es einfach nochmal ummodeln? Zu essen? Ich glaube, ja. Das finden die nicht verkehrt. Oh. Ja. Ich glaube, ich habe hier ein bisschen mehr Chancen. Donuts. Okay, das ist alles egal. Aber das hier macht auf jeden Fall nochmal Minus. Dann bleiben wir bei Donuts. Nehmen hier einfach... Das ist der Gewinn, der geht halt hier wirklich halt heftig flöten. Ach, das ist, keine Ahnung. Da kommen wir nicht mit. Moin in die Runde, moin zurück in deine Runde. So. Dann füllen wir das Teil mal komplett auf. Ich frage mich, ob ich das Ding einfach abreißen soll. Ich verzweifle gerade echt übel daran. Aber nur noch minus 4.000 gewinnen. Das ist doch schon mal besser als minus 10.000. Dieses Scheißteil. Der ist grün. Da habe ich es überall geschafft. Hier, der ist grün. Was ist denn mit dem hier hinten? Gäste beschweren sich über eine fehlende Einrichtung. Die Gäste können mir gleich echt mal den Buckel runterrutschen. Die sind nur am Jammern. So, was meckert ihr denn? Einrichtungen fehlen irgendwo, haben sie gesagt, ne? Das hier sind die Einrichtungen. Wo denn? Da? Da? Ah, okay, die wollen hier Essen haben. Da ist nur ein Getränkerdings. Ach, Leute, ey. Nee, die wollen keine Donuts, die wollen... Nee, doch, die wollten was zu essen haben hier. Ja, Entschuldigung. Mein Fehler. Was wollt ihr denn haben? Steak? Ja, Steak ist gut, aber Steak macht aus irgendeinem Grund Minuseinnahmen. Egal. Die Leute müssen erstmal wieder ein bisschen ein Lächeln auf die Lippen bekommen. Eiscreme finden die noch ganz geil. Das hier steigt... Ja. Vielleicht kriegen wir da unten den auch noch raus. Nicht mehr ganz, aber das passt ja schon so. Mit 89% bin ich da auf jeden Fall zufrieden mit. Das kann man sich schon mal hier reinschmettern. So. Dann gucken wir gerade nochmal weiter. Bei Einrichtungen. Irgendwo wurde noch rumgeheult, dass keine Einrichtungen da sind. Und das Ding wird noch überhaupt nicht benutzt. Warum ist es überhaupt dann da? Spielst du auf PC oder PS5? Ich spiele auf der PS5 aktuell. Ich habe das Ganze zwar auch noch auf dem PC, aber ich finde auf der Konsole, ich finde durch diese Tasten, kannst du damit halt sauschnell hin und her schalten. Fällt mir echt gut. Hätte ich niemals gedacht bei so einem Aufbauspiel, aber ich finde das echt geil. Was wollte ich denn jetzt gerade nochmal machen? Ach so. Irgendeiner wacht auf. Genau. Also, Essensbereiche, der flackert schon langsam wieder rot auf, weil da einer langlaufen muss jetzt unbedingt. Zu essen haben sie alle. Getränke. Wir gucken weiter. Getränke ist hier ganz roh. Ach du Scheiße. Okay, ich verstehe das Problem jetzt. Die Menschen brauchen mehr. Was gibt's denn da an Getränken? Ich glaube, hier gibt's nur Bier, gell, in dem Park, oder? Gucken wir mal. Konfigurieren. Ingwerbier. Stimmt, geil.
Wir bleiben bei Ingwer Bier. Dazu gibt es hier dann noch für alle Fußballfans einen Fernseher, damit sie auch vom Park aus die Eintracht gucken können. Das ist ganz gut mit den Einnahmen zumindest. Von den Einnahmen her. Grüß dich, Tobi. Guten Morgen, sehe ich gerade ganz da oben. Grüß dich zurück. Ich habe es erst eben gerade gelesen, tut mir echt leid. Ah ja, perfekt, dann ist der Gewinn doch trotzdem noch sehr hoch. Das ist doch alles in Ordnung. Das Ding hier ist super. So, die hatten aber noch mehr Bereiche gehabt, wo sie sich beschwert haben. Da habe ich halt jetzt Probleme hier, ne? Das ist zu eng. Da werde ich kein Getränkeding mehr hinkriegen. Oder? Nee, da ist ja schon der Zaun. Was haben wir denn hier für Saurier drin? Velociraptoren. Ich kann es höchstens mal ausprobieren, aber das... Naja, nie im Leben. Wohl, ey, es fehlt echt nur minimal ein bisschen was, ne? Die Triceratöpse, die bewegen sich jetzt hier eh nicht so viel. Dann kann man denen auch mal so ein bisschen... Ich nenne es... Wir geben denen ein komfortableres Heim, indem wir ihnen einfach Freiheit nehmen. Okay, den soll ich nicht wegmachen, das wäre vielleicht fatal, aber das hier auf jeden Fall. Das hier und das hier und das hier und das hier, ja. Wir verlagern jetzt quasi das Ganze eins nach hinten. Eine Saurierbedrohung beim Triceratops, da kommt das Tor dahin. Ja. Genau. Und da müssen noch die ganzen Bäume hier weg. Und dann kann man hier auch ein bisschen was hinbauen. Dass mir das nochmal alles so auf den Kopf fällt, dass ich diesen Park so extrem beschissen gebaut habe. Aber gut, da hatten wir auch was zu tun wenigstens, ne? So, hier brauchen die jetzt auch noch Getränke. Wir sind wieder beim Ingwerbier. Nehmen natürlich einen Fernseher mit dazu, selbstverständlich. Es macht mehr Umsatz. Komm. Und auch ein bisschen an die Wirtschaft des Parks denken. So, ist doch in Ordnung. Meinst, wenn Eintracht wieder die Bayern besiegt? Ey, ich bin gar kein Fußballfan. Das war eigentlich einfach nur so ein Spruch. Ich weiß nur, dass Bayern wohl scheiße sind. Die mag irgendwie keine. Und Punkt. Ja. Und meine ganze Familie, also mein Vater und mein Bruder, sind halt richtig im Fußballthema drin. Aber ich bin da nie eingestiegen. Ich finde, Fußball ist so eine, keine Ahnung, so eine Pseudo-Show, so was Aufgesetztes irgendwie. Ich kam da nie reingekommen, weiß ich echt nicht. Hallo, schönen guten Tag. Schönen guten Tag auch zurück. Ich komme an und Tobi meckert über sich selbst. Das ist richtig, richtig. Mal nicht über Jurassic World Dominion. Ein Scheißfilm. So, dann brauchen wir, ey, das ist halt viel zu, was wollen die denn alles haben? Brauchen die unbedingt Getränke im Park? Was ist denn mit denen? Das macht, ja doch, das macht Sinn, Fischtank. Der Fernseher ist es halt wirklich, ne? Der Fernseher reißt immer alles raus. Da nicht ganz. Mist. Nee, das akzeptiere ich jetzt auch nicht. Aber es, oh, aber das ist, aber das geht ins Minus sogar. Durch das Glück der Leute mache ich Minus, das sehe ich aber nicht ein. Das machen wir nochmal ganz von vorne jetzt.
Also das Mindeste, was ich halt hier erreichen will, ist, dass ich sehr viel Geld einnehme und dass die Leute minimal zufrieden sind. 204, das ist, ey. $164, das ist heutzutage, ist das ein Döner. 324 für einen Fisch, ja komm. %72 ist halt nicht gut, ne? Das ist nicht gut. Aber ich meine, das müsste jetzt erstmal für den Anfang reichen. Punkt. Ich muss nämlich hier drüben erstmal noch was hinbauen. Da habe ich ja das Teil hier hinten hingebaut gehabt und da läuft aber keiner lang. Das heißt, ich muss jetzt schauen, dass ich das für die Gäste hier... Oh, da war was. Krass. Ja. Der Fernseher bringt wieder 2 nach vorne. Finde ich sehr schön. Das bringt auch sehr viel nach vorne. Der Fischtank und der Fernseher sind's. Ja, dann eher so. 90%. Immer noch ein Gewinn von fast 10.000. So lobe ich mir das. Herausforderungen sind am schlimmsten. Bei was denn? Bei Jurassic World Evolution 2 meinst du? Ich mach gerade die Chaos-Theorie. Ich habe mir meinen Park, habe ich mir so beknackt aufgebaut, dass ich einfach jetzt Schwierigkeiten damit habe, mir hier noch so ein paar Sachen für die Gäste hinzusetzen. Da habe ich halt echt Pech gehabt. Was willst du denn jetzt hier machen? Obwohl, Moment. Ja, komm. Wir beschneiden einfach noch ein bisschen die Freiheit der Velociraptoren. Und setzen das dann da hinten dran. Gucken, dass da auch keiner drin ist. Nee, das passt. Und dann gehen wir nochmal für die Gäste und setzen dann hier eben noch ein... ein Getränke-Dingens hin. So. Ein Strom. Warum? Achso, ups. Ja, das werde ich auf jeden Fall auch anders machen in der nächsten Kampagne. Da werde ich auf jeden Fall wesentlich mehr mit diesen komischen Strommasten da arbeiten, auch wenn die halt so hässlich sind. Ja, Sandbox-Modus finde ich auch geil. Am besten einfach so alles anschalten, dass keine Saurier krank werden können und dass der Strom immer aufgefüllt ist. Das ist schon echt geil. Weil ich dachte mir halt, ich will diese Chaos-Theorie-Kampagne nächstens auch nochmal durchspielen. Was wollte ich... Achso, genau. Gehen wir jetzt mal hier rein und gucken Ingwerbier. Der Fernseher holt wieder 2 aus dem Minus raus, finde ich super. Der Fischtank auch. Mhm. 96% bin ich mit dabei. Was hatten wir an Einnahmen? Gewinn 19.000. Klasse. Okay. Wir mal auf die Uhr gucken. Jetzt müsste ich aber erstmal alles hier zumindest mit Getränken versorgt haben. Jetzt springen wir gleich mal rüber zu Einkaufsmöglichkeiten. Die Mischung macht's. Da ist aber auch keine Herausforderung mehr da.
wenn du dich um nichts kümmern musst. Das stimmt schon, ja, das stimmt schon. Das ist auch, glaube ich, so der Hintergrundgedanke. Und wenn du den Park halt schlau aufbaust, dann nervt dich das auch nicht so. Das habe ich auch schon gemerkt. Ich wusste das alles halt nicht, weil das wird dir auch nicht wirklich hier erklärt, oder? In einem Tutorial oder so, ich meine nicht, dass du zum Beispiel nicht bei jedem Gehege einen extra Stromgenerator brauchst, sondern du kannst einfach diese Strommasten dahin bauen, die Dinge zum Beispiel. Und dann kannst du die miteinander verknüpfen und kannst dann über diesen einen Generator mehrere Standpunkte versorgen. Und dafür musst du die aber erstmal halt erforschen. Das ist schon cool, dass man da so ein bisschen was erarbeiten muss selber. Aber ich mache auch sehr gerne den Sandbox-Modus, weil du einfach da kreative Freiheiten hast, kannst dich da ein bisschen selber austoben. Ich finde das auch schon ganz schön. Wir gucken jetzt aber trotz allem mal, was jetzt bei Einkaufsmöglichkeiten abgeht. Und los. Und los. Ja, wie hier hast du halt auch wieder gelitten. Oder eher die Saurier. Ja, weil die müssen da jetzt drunter leiden. Was macht man nicht alles für den Umsatz? Gehen wir mal darüber. So irgendwie. Ja. Wenn man das alles im Blick hat, glaube ich, und auch so ein bisschen was davon versteht, macht das schon echt Bock. Nur ich verzweifle dann halt meistens dran, weil ich raff halt immer erst, dass ich irgendwas falsch gemacht habe, wenn ich so übertrieben ins Minus runtergehe. Ich habe jetzt gerade $18.500, das ist eigentlich auch nicht mal so viel. Und das liegt eben daran, dass ich einfach nur diese Einkaufspassagen gebaut habe, habe die aber nicht eingerichtet. Und auch da musst du halt beim Einrichten musst du darauf achten, dass du halt sowohl genug Geld einnimmst, also Gewinn machst, aber auch die Leute damit zufriedenstellst. Das hat schon was. Also, als Parkmanager ja, als Dinosaurier-Beobachtungsspiel nein. Weil wenn du einmal ganz kurz jetzt hier sagst, ich will mal irgendeinen Saurier mir angucken, hier, wo ist denn der? Irgendeinen Saurier einfach beobachten. Während du dann einfach guckst, passiert irgendwas, wie Stromausfall, Tornado oder bei Raptoren kämpfen, das will ich sehen. Ich glaube, der Rechte gewinnt. Ich bin für den hier. Okay, die haben einfach aufgehört. Sehr gut. Einkaufspassagen. Weil die Gäste müssen ja auch ihr hart verdientes Geld irgendwo lassen. Warum nicht einfach hier im Park? Hier war das gewesen, ne? Ja. Stromausfall. Ja, so ein guter Park am Ende, ein Ereignis. Das ein Ergebnis aus eigenen Erfahrungsschätzen, das dauert. Ja, aber ich sag mal, wenn das alles dann auch so funktioniert und ich glaube, du kannst sogar die Mitarbeiter, denen kannst du sogar die Aufgabe geben, dass die automatisch den Strom auffüllen. Geht das nicht irgendwie? Und da kannst du einfach dann so ein eigenes System dir selber aufbauen. Das ist schon, das Spiel ist, glaube ich, einfach cleverer, als man das dem wirklich zugesteht. Ich bin halt zu blöd für sowas. Ich brauche da ewig lang dafür, bis ich mich da reingefuchst habe. Jetzt bin ich so einigermaßen drin und verstehe auch jetzt, was die Probleme sind. Meistens halt immer erst zu spät, aber ich verstehe es dann wenigstens irgendwann. So. Jetzt mal gucken, ob ich hier noch ein Gebäude hinsetzen kann für die Gäste. Und den Strom noch mitnehmen kann. Ja, das geht tatsächlich. Komm schon. Daddy braucht... Ja. So lobe ich mir das. Auch so Sachen mit dem Einrichten hier, das hat hier, glaube ich, kein Tutorial mal erklärt. Dass du dann hier auf Einkaufen rüber switchen musst und dann musst du das neu konfigurieren. Wenn man das halt nicht weiß, dann stehst du erstmal da und denkst dir so, oh.
Doof gelaufen. Das hier. Guck mal da auf 80. 87 ist eigentlich gut. Komm. 87% ist eine 3. Passt. Gut. Hier noch einkaufst, da habe ich keine Chance, oder? Da oben vielleicht. Da höchstens. Geht das irgendwie? Okay, eine Sekunde, es hat gerade geklingelt. Ich bin sofort wieder da. Hoffe ich. Prozent ist heute fast eine 1. Nee. Hat sich das so sehr verändert, nie im Leben. Das stimmt, man wird wirklich schlecht eingeführt in solche Sachen. Jaja, also du bekommst, glaube ich, alles mal irgendwie so nebenbei mit. Aber halt dann wirklich auch so Schlag auf Schlag auf Schlag. Wahrscheinlich im allerersten Tutorial mal ganz kurz. Naja. Machen wir weiter. Jetzt habe ich vergessen. Achso, ich wollte das Ding da hinbauen. Das ging aber jetzt nicht, weil da Bäume stehen oder was. Machen wir das doch einfach so, dass wir die schönen Bäume abreißen. Das finde ich immer gut einfach. Lebensraum von den Tieren einschränken, die Natur zerstören. Nur damit irgend so ein paar Arschlöcher hier ihre Sachen kaufen können. Und es passt noch nicht mal mehr vom Platz. Ei. Ei. Aber hier. Na gut, habe ich jetzt einfach umsonst irgendwelche Bäume abgerissen, aber das macht ja auch nichts. So. Dann gucken wir aber hier gerade nur mal kurz rein. Das ist halt, was soll ich machen, das ist immer der Fernseher. Das kriegen wir. Dann machen wir das mal so. Aber kriegen wir die vielleicht noch irgendwie alle aus dem Minus raus? Nee, ne? Was sind das jetzt? Ach, nichts, der Fernseher nochmal, okay. Hm. 91% ist in Ordnung. Note 1 bis 96%, Note 2 bis 80%, Note 2 bis 80%. Reichlich das Pack. Note 3 bis 60%, Note 4 45%, ja, okay, verstehe. Ich hab nicht mal so gemacht. Egal. Egal. Soll ich eigentlich den Chat jetzt mal wieder einblenden? Nee, müssen wir nicht. Oh. Nee, komm. Lassen wir das. Wir werden jetzt den T-Rex bauen. Wir haben es geschafft. Ist ja knackig, ey. Unter Forschungen. Auch das hier, mit den Knoten und so im Kram, bis du das dann wirklich verstehst, was ist jetzt wirklich ein Knoten, was bedeutet das? Aber wenn du es halt dann erstmal so gecheckt hast, mir fehlen immer noch Genetikforscher, weil die wollen doch alle bezahlt werden, das stört mich halt so ein bisschen. Dass Mitarbeiter einfach meinen, sie hätten Anspruch auf Lohn.
ist denn mit ihr hier? Die hat 3, sie hat halt 5, aber ich brauche eigentlich keine 5. Ich glaube, das Ding ist eh bald gelutscht hier. Wir nehmen die jetzt einfach mal. Nein, nicht sie. Entschuldigung, nicht ihn. Nee. Wir nehmen sie mal mit. Jetzt können wir den T-Rex bauen. Da. Okay, wir brauchen einmal 3, ne, wir brauchen 5 davon. Habe ich irgendeinen, der direkt 5 hat? Der hat nur ein Genetik. Boah, was eine Flasche. Dann nehmen wir auf jeden Fall sie, dann haben wir das schon mal voll. Ihn. Minus 5%, sehr gut, von der Dauer her. Der war sein Geld auf jeden Fall wert. Und der hat sogar irgendwas da stehen mit so einem Totenkopf. Das sind, glaube ich, diese Ausgrabungszeiten, ne? die dadurch reduziert werden. So. Okay. Der T-Rex wird jetzt also gebaut. Das heißt, wir kümmern uns jetzt mal um das T-Rex-Gehege. Und ich wette mit euch, dass jetzt, während ich das Gehege vom T-Rex hier unten vorbereite, mindestens 3 Notfälle passieren. Ein Saurier bricht aus, irgendwo ist der Strom leer und Gäste beschweren sich. Gäste beschweren sich halt einfach immer. Aber Gehegestufe, habe ich die eigentlich schon alle frei? Ja, tatsächlich. So ein T-Rex sollte man wahrscheinlich dann doch eher... Ne, das ist ja nur ein Tor. Moment. Tor. Elektrischer Zaun. Gibt es hier keine stärkeren Zäune? Ranger Team 2 sucht immer noch seinen Posten. Ja, das... Das verlorene Zeit bei Ranger Team 2. Ich weiß halt nicht, ob jetzt hier noch großartig viel kommt, aber ich könnte wetten, dass der T-Rex das große Finale jetzt wird. Deswegen werde ich jetzt einfach mal das Gehege vom Rex hier schön mittig bauen. Mit vollem Bewusstsein, dass, wenn ich mich jetzt irre, ich mir, wie am Anfang auch, selber ein Bein stellen könnte. Okay. Sie haben einen T-Rex. Notfallanlage. Ja, wie gesagt, jetzt kannst du halt auch mit diesen Dingern hier arbeiten. Was mich dabei... Willst du einen Trick 17 haben? Ja, wenn er mir noch weiterhilft jetzt, dann auf jeden Fall. Mit diesen Masten halt, ich finde, die sind halt praktisch so, dass der Strom dann übertragen wird. Aber ich finde, die machen alles hässlich. So, wenn irgendwo so Stromdinger über dir rumeiern, ist der ganze Park voll hässlich einfach. Weiß nicht, ey. Wart ihr schon mal in Darmstadt? Die hässlichste Stadt auf der ganzen Welt. Wiederholen Sie das. Da, Vorfall Nummer 1 ist passiert. Ein toter Dinosaurier. Spitze. Ich mach's noch ein bisschen größer. Ich vertraue wirklich darauf, dass der T-Rex das Finale sein wird. Ich glaube, da kommt jetzt nichts mehr anderes. Ich wette, bei der Chaos-Theorie-Kampagne Nummer 2 muss ich einfach den San Diego Jurassic Park nachbauen. Aber ich frage mich wirklich, was im... Oh, ein Velociraptor ist tot. Schlecht. Sind die wieder einsam, oder? Checken wir das mal ab. Was ich im Park, in Jurassic Park 3 machen muss. Weil baue ich da auch einen Park? Wahrscheinlich ja schon. Aber warum? Ist dann the question. Ja, musst du. Echt? Hm. Gut, dass ich in einem Parkaufbauspiel einen Park aufbauen muss, macht doch irgendwo Sinn. Aber ich frage mich, was dann da die Begründung dafür ist, dass da ein Park aufgebaut werden soll.
Ja, komm, wir sind jetzt eh fast durch. Dann machen wir jetzt einfach da noch einen Stromgenerator hin. Und schlimmstenfalls werde ich einfach jetzt permanent hin und her switchen müssen zwischen allen Stromgeneratoren. Es ist jetzt eben, wie es ist. Und jetzt mache ich aber den Weg hier mal schöner an der Seite lang. Damit, wenn ich jetzt hier wieder sich beschwert wird, dass zu wenig Einkaufsmöglichkeiten da sind, dass die einfach nachträglich hinzugefügt werden können. Ja. Das ist, glaube ich, sehr, sehr clever. Das ist fast so clever, wie ein Drehbuch zu schreiben, in dem ein Velociraptor Alan sagt. So, ja, wir lassen das erstmal jetzt so kommen. Ein toter Dino, ach, den muss ich ja auch, glaube ich, rausholen dann, ne? Sonst schimmelt der oder so. Oder sowas. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, wie das in Operation Genesis gewesen ist. Ich glaube, da hat man die da auch rausholen müssen. Haben die, glaube ich, auch Krankheiten dann irgendwann sonst verteilt. Mach doch die Wege mal schöner, bitte. Der Zug ist ja wohl abgefahren. Guck dir das doch mal an. Nee. Da wird nichts mehr schöner gemacht. Das ist wie wenn du so ein Haus baust, das gerade so hält. Und du denkst dir, wenn ich jetzt nur eine Sache verändere, dann bricht eh alles zusammen. Lassen wir es einfach so. Wer kennt's nicht? Die Häuser, die zusammenbrechen. Der Rex ist jetzt fertig, ne? Das heißt, wir können jetzt einen T-Rex bauen. Ein besonderer Moment. Nee. Können wir ihn jetzt erst ausbuddeln? Ja, tatsächlich. Ich glaube, jetzt können wir den erst finden. Da war er doch. Tyrannosaurus Rex, aber gesperrt. Warum ist der gesperrt? Warum ist der jetzt hier gesperrt? Da. Anforderungen. Ach, erst in fünf Minuten. Warum? Oder buddelt da noch einer irgendwo rum? Von meinen Leuten. Wissenschaftler-Limit. Das ist auf jeden Fall abgeschlossen hier. Hä? Kann ich das gerade nicht so ganz nachvollziehen. Muss noch erforschen. Das kann natürlich sein, dass da noch irgendwas erforscht werden muss. Naja, der ist aber fertig. 5 von 5 freigeschaltet. Oder ich brauche noch mehr Wissenschaftler, stand da eben gerade. Wissenschaftler-Limit war da eben gerade angegeben. Brüte ihn aus und lasse ihn frei vor allem. Das ist eine sehr gute Idee. Wissenschaftlerlimite, was heißt das denn? Na gut, das hilft mir jetzt auch nicht weiter. Gehen wir nur mal in die Forschung rein. Weiß aber nicht, was ich noch erforschen muss. Hier unten noch was oder nicht? Ich muss ja keinen Triceratops erforschen jetzt dafür extra, oder? Das Gehege vielleicht. Könnte man so oder so mal machen, finde ich. Ja. Auf geht's.
Knoten anheften. Ja. Attraktionen. Machen wir einfach auch nochmal schnell mit. So. Stromfreischalt. Ah, da haben wir auch noch andere Sachen. Ja, guck, sowas halt zum Beispiel hätte ich mal machen müssen. Dass man sich hier drum mal ein bisschen kümmert, aber es ist jetzt. Jetzt ist der Drops gelutscht, würde ich mal behaupten. So, was haben wir denn jetzt da unten? Baue dieses Betriebs. Bereite Gebäude, ein kleines Kraftwerk. Das sind, glaube ich, die Dinger hier, ne? Oh. Kleines Kraftwerk, so ein Ding ist das. Ach ne, ich bin ja hier im Sauriergehege drin. Huch. Habe ich denn mal Platz für so ein Kraftwerk? Moment. Und es müsste noch Strom bekommen hier sogar, ne? Ah, jetzt, ja, jetzt kommen die echt mit diesen Dingern an. Machen wir sofort. Ich will gerade erstmal ganz kurz den Weg dann da dran bauen. So. Und das Ding kann man jetzt, glaube ich, hiermit auch connecten, oder? War das nicht so? Ja. Genau. Aber das ist halt, das macht einfach alles so extrem hässlich, diese Dinger. Ich finde die so nervig. Aber die sind natürlich extrem hilfreich. Für so manches. Ja, komm. Ach, muss ich das echt noch abschließen jetzt? Ah, wohin denn abschließen? In das nächste Kraftwerk oder können die auch einfach in die Stromgeneratoren reingebaut werden? Ne, die müssen in ein neues Kraftwerk reingesetzt werden, glaube ich, ne? Nee, Moment mal, da kann ich auch die anderen Dinger, glaube ich, hinstellen. Kann ich das nicht auch damit einfach verbinden? Ich glaube, das geht auch. Ja, tatsächlich. So ein Ding. Ja, und dann hast du halt diese Teile hier rumhängen. Ich finde das echt nicht schön. Na, was willst du denn machen? Und dann ersparst du dir halt den ganzen Quatsch hier, ne? Da hast du dann quasi das eine Ding, was du auflädst. Und die Teile hier geben auch noch Strom weiter dann. Von daher macht es dann schon Sinn. Ich gehe gerade nochmal zur Forschung. Da habe ich wohl noch irgendwas, was ich erforschen kann beim Strom hier. Mhm. Ja. So. Gut, und das mit dem T-Rex muss ich nochmal ganz kurz abchecken. Was? Baue mindestens 3 Mal ein betriebsbereites Gebäude? Hat das Typ Umspannwerks. Ach, ey. Ist euer Ernst jetzt?
Eins habe ich schon gebaut. Bauen wir noch ein zweites irgendwo hin. Warum machen die das jetzt zum Schluss? Das verstehe ich jetzt auch nicht. Oder kam die Mission erst, weil ich es eben erst erforscht habe? Das kann natürlich auch sein. Ein Strom irgendwo wieder. Ja, ja, alles gut. Dann bauen wir da noch eins hin. Ja gut, hätte nicht keinen wirklichen Sinn ergeben. Wo ist denn das Große? Da hinten. Dieser Park wird einfach immer mehr verschandelt. Wo ist es denn jetzt? Bin ich blind? Ja. Kann ich es da nicht hinbauen? Weil da dieser scheiß Flugplatz im Weg ist. Moment. So. Deine Parkbewertung und der Gewinn haben sich diesen Monat um 12% verschlechtert. Was ist denn jetzt auf einmal passiert? Wahrscheinlich wieder wegen den ganzen Einkaufsmöglichkeiten. Ja, das hilft mir jetzt aber alles halt nicht weiter. Bei der Frage, warum ich den T-Rex jetzt nicht einfach bauen kann. Personal ist jetzt beschäftigt, ja, das ist richtig. Ich spule mal ganz kurz vor, bis die wieder einigermaßen frei sind. Jetzt ist die Bewertung bei insgesamt 12% oder wie? Was? Nein. Hä, warum? Kannst du auch erforschen, dass vom Umspannwerk zu Umspannwerk ohne Kabel dein Strom hast? Das werde ich beim nächsten alles mal machen müssen. Mit dem ganzen Stromzeug. Gerade wenn es auch geht ohne diese ganzen Masten, wäre das wirklich hilfreich. Forschung ist jetzt abgeschlossen. Finde ich gut. Jetzt erklär mir mal bitte einer, wieso ich den T-Rex nicht einfach bauen kann. Warum ist das jetzt immer noch gesperrt hier? Genau die T-Rex-Dinger sind hier gesperrt. Ich gehe nur mal ganz kurz da rein bei den Forschungen und guck mal, ob ich da irgendwas vergessen habe. Nee. Hab ich die jetzt direkt im Markt bekommen? Auch nicht, ne? Da ist der noch da. Er wartet immer noch. Ja. Das sind jetzt eben wieder so Dinge, die das Game halt einfach gar nicht erklärt. Ich habe keine Ahnung, warum es jetzt nicht funktioniert. Also warum ich jetzt nicht hier reingehen kann. Anforderung 5-6, das ist aber nur die Zeit. Wissenschaftler Limit, ist schön, dass es da unten steht, sagt mir jetzt aber auch nichts, weil das auch hier dabei steht, sind 3. Abgeschlossen, ja, abgeschlossen. Es kann sein, dass deine Wissenschaftler nicht gut genug ausgebildet sind. Okay, da muss ich die auch nochmal ausbilden jetzt für irgendwas. Da oben bei trainieren ist das wahrscheinlich, ne? Effizienz-Upgrade, was kann das denn? Gebäude-Upgrade? Mhm.
Was für ein Kolben? Der Ellenmeier, was Kolben zum Erforschen? Was, den muss ich auf jeden Fall erforschen, oder was? Ich glaube, das Zahnrad war dafür, Dinos auszubrüten. Aber da haben die doch trotzdem relativ viel. Warte mal. Okay, es geht. Okay, ja. Das heißt, ich muss die jetzt, die verschiedenen Leute, muss ich jetzt quasi trainieren auf die einzelnen Dinger, die ich eben brauche. Hier Logistik ist, was du meinst. Nehmen wir einfach mal die drei hier mit. Gucken mal, was da jetzt kommt. Dieses überbezahlte Pack soll ich rausschmeißen, meinst du? Warte, mache ich sofort. Oder einen guten kaufen. Ja, jetzt zu spät. Gucken, ob sich da jetzt irgendwas verändert hat. Wir drücken gerade mal ganz kurz hier auf Stopp. Erstmal zurück. So. Na, die haben immer noch dieselben Werte. Also einfach mal gar nichts gebracht. Das überbezahlte Pack, wer ist denn das jetzt hier? Du meinst die zum Beispiel? Die hat aber eine 6 bei Zahnrad. Die muss einfach nur mal in die Ruhe geschickt werden. 6 bei Zahnrad schon mal ganz gut. Der hier, der kann ja gar nichts. Der ist ja wirklich komplett für die Katz eigentlich, ne? Der muss entlassen werden. Hau rein. So, er hat aber halt hier bei Genetik dafür 5. Er kann auch gar nichts. Weil die haben halt hier bei Genetik, die haben aber auch nur 2 dann dafür bei Dings. Das ist halt immer ein bisschen schwierig jetzt, ne? Im Endeffekt kann ich die einfach wieder einstellen, dann danach kommen. Raus mit dir. Das stimmt, ja. Bei diesem Jurassic Park mangelt es an Mängeln. Aber es ist halt auch wirklich, keine Ahnung. Dass man nicht einfach die einzelnen Zeichen auch ausbilden könnte, das wäre halt hilfreich. Dass du Genetik einzeln ausbilden könntest und dies und das und jenes. Nur er ist halt auch wieder sehr, sehr schwach. Ne? Mit 1 nur, das, wenn es überhaupt daran liegt. Ich glaube nämlich, du vermutest es auch einfach nur und weißt es aber gar nicht wirklich. Ja, die haben alle nicht allzu viel hier. 3 ist mitunter eins der besten. Da hat noch eine irgendwo 4 gehabt, das war sie. Das wird nicht daran liegen, das kann ich mir nicht vorstellen. Wir werden es ja gleich sehen, wir werden es ja gleich sehen. Ich nehme jetzt einfach mal alle hier mit, die mindestens so die größten Werte haben, die wir hier finden können. Bei Genetik. Logistik. Entschuldigung. Das ist eher schon mal hier mit einer 3. Ja. Dann haben wir noch sie mit einer 3. So. Die ruht sich noch aus. Die hat eine 6. Das ist schon ganz wichtig, dass die eigentlich mit dabei ist dann. Spulen gerade mal ein bisschen vor. Die müsste schon mit am Start sein. Du kannst die Leute aufwerten, aber ich habe die ja eben gerade in die Schulung geschickt und da ist halt gar nichts passiert. Warte. Oder du musst mir halt erklären, was das jetzt bedeutet. Wenn ich jetzt, sage ich mal, zu ihm hier gehe, der hat nur eine 1 bei Genetik. Geh dann auf trainieren
Was mache ich jetzt, damit Genetik gefördert wird? Das hier wahrscheinlich, ne? Expeditions-Upgrade. Ich schätze mal, das brauche ich halt wirklich. Hups. Ich glaube, das war's tatsächlich. Ja, naja. Nochmal ein Personalzentrum soll ich bauen. Dann kann ich mehr Personal einstellen, oder was? Okay. Das haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal freigeschaltet. Hier gibt es da noch irgendwas. Upgrade zum automatischen Auffüllen. Ey, das hätte ich doch von Anfang an gebraucht. Ich will das jetzt immer noch haben. Mann, 16 braucht es. Aber ich kann... Ah. Okay, ich darf nur so und so viele beschäftigen. 6 und 4 sind 10, richtig. Und dann brauchen wir noch 3 und 3 sind bei 16. Habt ihr gut gemacht. Für 2 Millionen. Naja. Lasst mich mal kurz beim T-Rex nochmal reingucken, ob sich da irgendwas verändert hat, jetzt wo ich dieses Upgrade gemacht habe. Nö, ich habe einfach noch mehr gesperrt. Aber das ist auch nur, weil meine Leute jetzt gerade alle beschäftigt sind. Du siehst ja auch hier drüben, bei Logistik braucht man hier 13 von 4. Ich habe jetzt 4 von 13. Noch übrig. Das heißt, sobald die aber mit ihrer Arbeit fertig sind, müsste ich da theoretisch reinkommen. Theoretisch und auch praktisch. Müsste ich dann da reinkommen und dann den T-Rex bauen können. Jetzt wird es schon wieder dunkel. So, dann lasst mich nochmal ins Personal... Ah, jetzt kann ich echt 2 neue dazufügen. Krass. Du bist ja ein richtiger Fuchs. Aber ich glaube, das brauche ich nicht. Da stand da 13 brauche ich beim T-Rex, ne? Das sind ja, 13 ist ja einfach nur sie. Und sie und dann noch er oder so. Das sind ja schon mal 13. Kannst dich mal ausruhen. Das müsste dann ja eigentlich schon passen. Ranger-Team Nummer 2 sucht immer noch den Weg. So, die Stromforschung ist auch gleich vorbei. Und dann gucken wir mal nach, ob das funktioniert. Da muss der T-Rex noch ausgebrütet werden und schätzungsweise noch hier reingesetzt werden und dann wird nicht mehr allzu viel kommen. Bei 84% bin ich hier eingestiegen, gerade in die Kampagne, in die Chaos-Theorie. Wir zocken jetzt schon seit fast 3 Stunden. Mann. Kann ja auch nicht jetzt hier Sinn und Zweck der Sache sein. Okay. Die sind auf jeden Fall alle fertig. Dann gehen wir gerade nochmal auf die normale Geschwindigkeit zurück. Was will er jetzt hier haben? Fahrzeuge? Nee, komm. Kommen wir jetzt gar nicht erst so. Das war, glaube ich, ganz wichtig. Das Sturmabwehr-Upgrade. Nächstes Mal. Ja. Neue Wissenschaftler stand da eben irgendwas. Jetzt geht's. 20 von 13 habe ich nämlich. Jetzt geht's, okay. Das heißt, wir brauchen einmal den 6er, dann nehmen wir noch den 4er und dann nehmen wir noch sie mit dazu. Zack.
Uiuiui, was eine schwere Geburt. Wo ist denn der T-Rex? Da ist der T-Rex. Der Weg ist schon runtergebaut. Dann werde ich da sehr, sehr sicher schon mal ein paar Traktionen hinschmettern. Das muss ich erst noch dingsen hier. Hätte ich da aber eigentlich ganz gern drin. Ach, die Forscher können gerade nicht. Tja, sind ja gerade beschäftigt. Ja, ja, ja. Bitte kein Sturm. Bitte jetzt kein Sturm. Du hast was selber durch? Das Spiel meinst du? Ja, aber deswegen merke ich mir doch nicht sowas. Merkst du dir jetzt hier jeden Schritt? Ich würde mir das nicht merken können. Auf gar keinen Fall. Okay. Damit sind wir jetzt auch hiermit durch. Was haben wir gefunden? Wir haben einmal den T-Rex. Oha, direkt mal plus 42. Das nenne ich mal stababil. Haben wir hier nochmal T-Rex? Das kann man schon mal verkaufen. So, die beiden werden erstmal geforscht und das nochmal plus 55. Habe ich ja schon fast die 100% bei dem fertig. So, was haben wir hier noch bei den Forschungen jetzt? Bei der Strom, da habe ich glaube ich erstmal jetzt genug. Flaust macht man das erstmal alles im Endeffekt fertig hier. Kann man hier noch machen? Upgrade Nummer 2, weitere Gebäude. Aber okay, okay. Einen toten Dino haben wir wieder. Die Raptoren, die gehen gerade alle hops. Ich glaube denen, ihre Zeit ist abgelaufen. Das waren aber auch mitunter die ersten, die ich gebaut habe von den Sauriern. Demnach holen wir da einfach gleich mal 3 neue raus. Wenn sie einigermaßen gut sind. Ach genau, ich wollte das eine Ding für den T-Rex wollte ich eigentlich erforschen. Das Ding. Das war eigentlich mein Ziel. Auch 16. Das ist ja witzig. Aber gerade so, ey. Für einen Baumstamm. Wir nähern uns, glaube ich, dem Ende dieser Chaos-Theorie. Oh, wir haben Fossilien bekommen. Ne, im Markt. Ah, ne, der wurde einfach nur fertig gezüchtet. Da müsste der jetzt aber auch so gut wie ready sein. Ich baue mir schon mal einen. Und zwar hier. Soundeffekt. Oh, 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 oh. Halt, da müssen wir ganz kurz mal wieder normale Geschwindigkeit reinhauen. Oh, wir haben Tote. Gefahr im Jurassic Park. Gehört aber auch mit dazu irgendwie, ne? Dass hier Menschen gefressen werden. Wenn das nicht passieren würde, wäre es ja auch nicht der richtige Jurassic Park. Boah, er holt sich noch einen.
Er trifft ihn aber auch nicht, ne? Hätte ich selber schießen können. Okay, wir müssen die Raptoren mal ganz... Sind die alle hier draußen? Die waren einfach alle tot. Da war nur noch einer übrig. Deswegen ist der ausgeflippt. Das ist das Riesenbiest. Deswegen hat er so einen Trall bekommen. Verstehe. Hä? Nee. Ich will den doch nur hier wegkriegen. Dankeschön. Ja, die sind zwar jetzt alle aggressiv und Alphas, aber wir brauchen die halt leider. Wenn die Wissenschaftler mal so weit sind, die netten Herrschaften. Haben wir es jetzt endlich. Dankeschön. Junge. Fünfer. Haben wir einen mit fünf? Wir haben. Die hat einfach null. Gut. Dann nehmen wir hier drei und zwei dazu. Und hier haben wir ihn doch. Tyrannosaurus Rex. Auch bekannt als der Dinosaurier, der jeden Kampf verliert. Wir sind gerade am Arbeiten, die da oben nur, ne? Das heißt, du kannst dich mal ausruhen, du und du und du. Die anderen sind gerade beim Brutvorgang. Und den kann man nochmal ganz kurz abscannen, aber der wird auf jeden Fall, wird er seinen Rappel bekommen haben, weil er allein im Gehege war. Ganz, ganz sicher. Ja, Leute. Besucher beschweren sich mal wieder. So, noch ein bisschen vorspulen. Dann kommt dann der T-Rex endlich ins Rennen. Und dann müssten wir langsam mal hier auf der Zielgerade sein bei dieser Chaos-Theorie-Kampagne. Bei der nächsten muss ich ja auf jeden Fall ein bisschen anders vorgehen. Da werde ich den Park ein bisschen cleverer bauen. Ich werde versuchen, die Forschung schneller voranzutreiben. Muss aber eben halt auch aufpassen, dass mein Geld dann irgendwie nicht ins Minus geht. Werde die Parkdinger besser ausarbeiten, gerade eben für die Parkgäste, weil die ja ständig am Rumheulen sind, das alles irgendwie so. Ich wäre ein richtig guter Parkleiter, glaube ich. Wenn ich Beschwerden hören würde von Gästen, würde ich einfach durch so ganz viele Mikrofone durch so. Nein, warum denn jetzt? Obwohl besser jetzt als erst, wenn der T-Rex da ist. Doch, alles cool. Steakhouse ist schon kaputt, perfekt. Alle Schutzräume öffnen, rennt um euer Leben. Aber bezahlt erst, bevor ihr in die Schutzräume geht. Bitte euer Essen, das ist ganz wichtig. Bitte euer Essen zuerst bezahlen und dann Schutz suchen. Ob Frauen oder Kinder zuerst, ist mir wirklich egal, aber ihr müsst zuerst eure Sachen bezahlen, bevor ihr euer Leben rettet. Das habt ihr vor der Anreise unterschrieben. Irgendwo flippt schon wieder ein Saurier aus, da haben wir ihn. Dieser Raptor, der wird jetzt wieder platt gemacht. Weil der Controller fängt nämlich an zu vibrieren, sobald... Jetzt schläft er einfach, oder was? Ja, sobald irgendein Vieh gegen die Zäune springt.
bin der blutsaugende Herr Anwalt. Nee. Das ist mir einfach egal. Ich versuche jetzt einfach in aller Ruhe dieses Gehege zu reparieren. So. Wo ist der Raptor? Da hinten ist er. Er hat sich noch kein... Ah, die sind alle im Schutzbunker. Ah, du Versager, du kannst niemanden fressen. So. Ich muss die Leute mal da wieder rausholen, ne? Aber erstmal muss ich den Park in den Griff bekommen. Treibstoff auch wieder leer. Komischerweise immer, wenn ein Sturm da war. Ich glaube, der wird ein bisschen geschummelt. Alle Schutzräume schließen. Alle wieder raus. Moin Ehrenchan, schön, dass du auch am Start bist. So, jetzt können wir die Raptoren hier endlich mal freilassen, damit der aufhört hier rumzurandalieren, wie so ein Bekloppter. Hoffentlich fressen die den jetzt. So, die kann man einfach freilassen. Nur den T-Rex dann eben nicht. Das wäre fatal. Der T-Rex, der muss weggetragen werden. Das sind doch dann irgendwie fast schon die geilsten Designs, nur die aus Jurassic Park 1. Ich schwank da immer so ganz stark hin und her, was jetzt das geilste Design vom Velociraptor ist. Außer Blue. Das ist bei mir nie auf Platz 1. Fehlender Wald. Ah, weil ich denen hier ihr Revier geklaut habe. Deswegen sind jetzt hier zwei Menschen gestorben. Naja. Upsi. Das war wahrscheinlich mein Fehler. Könnte man so auslegen. Aber dafür könnt ihr hier einkaufen gehen. Ja, okay, jetzt fallen die nach und nach um. Das waren, glaube ich, auch die zweiten Altersschwäche gestorben, ja. Dann... Ja, ist Zeit für den T-Rex, wa? Hat ja auch lang genug gedauert. Wo ist denn jetzt schon wieder meine Ausbrutstätte? Ich finde mich hier einfach nicht zurecht. Da. Sie haben einen T-Rex. Genom modifizieren. Okay. Ach so, ja, das ist ja wurscht. Nee, komm, das lassen wir so. Wir brauchen wieder 13, ne? Von was denn jetzt? So. Ruby, kennst du Primal Carnage? Ja, das habe ich auch schon mal gezockt. Zockst du das grandiose Malta DLC? Nein, nie wieder. Irgendwann vielleicht nochmal. Aber erstmal habe ich es nicht vor, zumindest. Velociraptor 7 und 6 haben einen Kampf begonnen. Müsste denen mal so einen Namen geben. Björk und Olaf haben einen Kampf begonnen. Seid ihr bereit? Ach so, erstmal zwei Stück können wir sogar, die machen beide irgendwas. Wachsender Arealsbedarf. Das ist ja scheiße, haben das die beide ja tatsächlich. Ja gut, dafür habe ich da unten aber auch so viel Platz. Wir holen einfach jetzt zwei T-Rexe. Lebt lieber am Tag. Das ist sympathisch. Holen wir uns zwei davon? Ja. Meine Wissenschaftler sind wieder zu wenige. Brauchst einfach ein halbes Dorf, um so einen T-Rex auszubrüten. Das ist ja auch wirklich... Du solltest dich mal ausruhen. Du vielleicht auch. Was brauche ich denn für das Ausbrüten? Weiß man das?
Steht nur Limit da, ne? Sehr gut. Ja. Genetik brauchst du dazu aber, glaube ich. Nehmen wir mal ihn. Aber ihr kann man nicht allzu viel falsch machen. Ach so, jetzt sind wieder zwei nicht da. Eieieiei. Wohlbefinden bei drei Wissenschaftlern. 13. Doch, Wohlbefinden oder was? Aber das müsste ich ja auch hinkriegen. Ich guck gleich mal. Wenn nicht, muss ich halt ein paar wieder feuern. Dann gibt's halt wieder ein paar Arbeitsplätze. Kürzungen. Schönen guten Tag. Skybarian 92. Der Trailer zu Jurassic Architect habe ich noch nicht gesehen. Keine Ahnung, was das ist. Hört sich aber nach so einem Anime an. Da müsst ihr auf dem Kanal von Duplo D'Lore vorbeigucken. Das ist ein Anime-Crack. Schauen wir jetzt mal. Ah, es geht. Siehst du mal. Wohlbefinden auf 13. Oh, scheiße. Entschuldigung. Mit nur drei Leuten? Echt? Ja, das wird so nix. Dann lasset uns mal bei Wohlbefinden Kürzungen anstellen. Die hat halt... Ja. Wohlbefinden hat sie schon mal 4. Das ist doch sympathisch. 3, 1, 1, 2, 2, 2. Da hat sie jetzt hier 3. Muss ich die wahrscheinlich aber auch alle nochmal ein bisschen aufrüsten hier, ne? Wohlbefinden ist ganz hinten. Ich hau die jetzt einfach mal alle hinten raus, die bei Wohlempfinden so wenig haben. Aber ich komme mit drei Leuten, komme ich auf jeden Fall nicht auf 13. Bei Wohlbefinden. Ich habe ja nur noch die zur Auswahl hier. Und es fehlt schon wieder Strom. Kennst du Frankensteins Kaijuverse? Nee, kenne ich nicht. Gab's die vor oder gab's die nach mir? Okay, 13 Wohlbefinden bei 3, da muss ich jetzt erst die Leute wahrscheinlich irgendwie erstmal schulen, ne? Bei Wohlbefinden hat sie 1, er 2, 2, das ist ja alles für die Katz. So, mehr kann ich nicht einstellen, aber so komme ich auf jeden Fall nicht auf 13. Brauche ich noch irgendwie einen mit 6 Wohlbefinden? Das wär's. Dann hätte ich es geschafft. Das wäre einfach dann. Aber so, ey. Das sind halt wieder so Momente, wo das Spiel manchmal einfach meint, müssen die jetzt nochmal so einen reinwürgen, damit du ein bisschen mehr Spielzeit hast. Ob es Sinn macht oder nicht, scheißegal. Vollkommen Bums. Ermöglicht die Ausbildung von Wissenschaftlern, gewährt chemische 2 Trainingspunkte. Das sind die, ne? Oder? Ach so, jetzt, warte.
Da blickst du halt manchmal echt nicht durch bei der ganzen Nummer hier. Nee, kenne ich aber nicht. Muss ich mal reingucken. Sagt mir echt gar nichts. Kann ich nichts dazu sagen gerade. Ja, scheint echt ein bisschen neuer zu sein. Ist das dein Kanal? Du willst es nur nicht sagen. Den muss ich mir mal angucken dann in aller Ruhe, was da so alles mit am Start ist. Forschung abgeschlossen. Ich will einfach nur aus Interesse jetzt gucken, weil wenn nicht, dann... Keine Ahnung. Es ist halt wieder extrem anstrengend, sowas. Nee, es hat sich wieder mal nichts verändert. Also einfach rein gar nichts hat sich jetzt hier verändert, ne? Der Kanal gehört nicht mehr, okay. Hätte ja sein können. Ja, Leute, dann machen wir hier jetzt erstmal für heute Sense. Ja, ich werde mich jetzt daran halt nicht aufhängen, nur weil da jetzt das Spiel unbedingt von mir will, dass ich dann da jetzt aus Zwang nochmal irgendwelche, keine Ahnung was machen muss. Das ist mir jetzt doch dann ein bisschen zu blöd. Deswegen würde ich sagen, wir machen einfach heute Schluss mit dem Stream und werden dann beim nächsten Stream wieder irgendeine Reaction machen. Mal gucken, worauf, was wir uns dann angucken werden. Würde ich einfach mal sagen. Ja? Gut. In diesem Sinne, den Kanal werde ich mir einfach mal anschauen dann da. Aufbauspiele ähnlich wie Anno im Terra Nova-Stil. Nee, habe ich nichts von gehört. Keine Ahnung. Kann ganz gut werden, aber ja, muss ich mir auch mal angucken. Jetzt dieses Jahr sollen ja sowieso ein paar Dino-Games rauskommen, ne? Mal gucken, ob sogar vielleicht Jurassic Park Survival schon dieses Jahr rauskommt. Aber irgendwie habe ich im Gefühl, dass es erst nächstes Jahr kommen wird. Lassen wir uns da mal überraschen. Ja, gut, ihr Lieben. Dann in diesem Sinne. Macht's gut und bis zum nächsten Mal und euch noch einen schönen Tag. Ciao, ciao.